Was ein hässliches Hemd. Das ist kein Hemd, das ist eine Jalaba. Das ist kein Hemd, mein Lieber. Das ist einfach eine muslimische Kluft. Hä? Wie gefällt euch euer richtiger Scheich, hä? Ja, schade, ich bin noch nicht richtig fertig geworden. Der ist das. Hier, look at this. Danke, Maran, danke dir. Kamera wechseln. Hier, guckt, ich hatte das alles schon vorbereitet gehabt, ne? Und das habe ich aber nicht geschafft, ne? Schade. Aber ich denke, jetzt demnächst wird das auf jeden Fall passieren. Schön luftig, ja genau. Wir haben dich vermisst. Ja, ich habe euch auch vermisst, ihr Wundervollen. Gott segne euch und eure Familie. El Masri. Jetzt will er doch nicht mehr rein. Er kommt der Ende. Wie viel kriegst du im Monat? Gar nichts. Hat Jesus dich geschickt? Auf jeden Fall. Danke, danke dem Ramonda. Kuffar, Kuffar kannst du den nennen, den du im Spiegel siehst. Das sind die richtigen Kuffar. Sowohl von deiner Religion aus, als auch von unserem Glauben aus. Denn wenn du den Sohn Gottes nicht bezeugst, bleibt der Zorn Gottes auf dir. Ne? Hast du Grundwissen vom Koran? Ja. Was da auch über Christen drinsteht, was für Konsequenzen passieren? Ja, natürlich. Wenn Christen nicht abschwören von ihrem Glauben, dann sagt der Koran in Sure 9, Vers 29, dass die Muslime uns aufgrund unseres Glaubens bekämpfen sollen. Ne? Und von uns Schutzgeld verlangen. Pastor Amir. Pastor Amirovic. Es geht nicht, El Masri. Es geht leider nicht. Ich versuche dich die ganze Zeit hier reinzuholen, aber irgendwie klappt das nicht. Was trägst du da? Ja, das ist eigentlich die Kluft. Ich wollte eigentlich heute meinen Livestream abhalten. Heute ist ja Samstag. Ihr wisst ja, dass ich samstags immer auf YouTube immer live gehe. Und ich wollte als Überraschung, wollte ich das eigentlich machen. Aber ich bin nicht fertig geworden. Ich war den ganzen Tag unterwegs eigentlich und habe die ganze Zeit auch noch den Livestream vorbereiten wollen. Aber ich habe es zeitlich nicht geschafft, seit dir. Danke, Eskingo. Ich pack dich, oh. Ich hoffe, dass du mich dann umarmst und mich liebst. Du sagst, dass du mich lieb hast. mein lieber, wie heißt der Typ? Paco, oder was war das? Die können nur drohen, ne? Ich will dich umarmen, Amir. Ja, ich will euch auch alle umarmen. Ich lebe, wer soll das denn sein? Amirovic, mein Bester. Gott segne euch, ihr Wundervoll. Ja, schade, ey. Ich hatte mich so gefreut darauf, wieder einen YouTube-Livestream abzuhalten, ne? Dass ihr euch köstlich amüsiert, ey. Schade, schade. Okay, eventuell morgen. Okay, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, schön, dich kennengelernt zu haben. Also, kennengelernt zu haben. Okay, wir gucken mal, wie der jetzt drauf ist, Leute. Tappt alle aufs Bildschirm. Bist du neu hier? Nee, ich bin schon sehr, sehr lange hier. Okay, ist unser erster Tag. Wir machen jetzt eine Match-Runde. Also beziehungsweise, wenn du nicht Ich Match danke dir von ganzem Herzen. Sie sind krank, die Leute hier. Match-Runde. Nichts Besseres zu tun als Match-Runde. Geldgeil. Ja, genau, Geldgeil. Wahnsinn. Da haben wir Nummer 1. Ach was. Ja, das ist das, ne? Wenn die sehen, dass andere Leute, die bauen sich da eine Community auf und lassen die Leute dann absolut krank in so TikTok-Matches dann da reinbrettern und spenden, was das Zeug hält, ne? Und ja, die wollen natürlich auch sowas dann erreichen, ne? Na, traurig. Traurig. Wegen dir habe ich TikTok an, ja? Gott segne dich, mein Wundervoller. Oder meine Wundervolle. Dr. Scheich im Scheichgewand. Ja, Olli, ich wollte das heute machen. Ich wollte heute auch dein Video abspielen. Hier. Guck.
Ich wollte auch sagen, danke an Olli, ne? Muslime glauben, dass der Koran das Wort Gottes ist, das dem Propheten Mohammed diktiert wurde. Ah, schade. Während Christen und Juden ihre heiligen Texte als von Menschen Ich wollte das heute abschließen, ne? Schade, das ist mein echter Livestream. Die mich noch nicht kennen und mich nur durch TikTok kennen, ich bin ja eigentlich nur auf YouTube unterwegs. Und ich habe TikTok für mich entdeckt, dass ich mit Leuten hier ins Gespräch komme. Das ist ja das Geniale daran. Hier können wir auch nochmal sehr, sehr viel erreichen und sie darauf aufmerksam machen, dass ich auch einen YouTube-Kanal habe. Und ich glaube, seitdem ich TikTok angefangen habe, habe ich nochmal 3.000, 4.000 Abonnenten dazu bekommen. Kann das sein, ne? Also bin ich mich nicht irre. Und viele wurden nochmal aufmerksam auf mich. Das ist echt heftig. Weil die ganze Jugend, die auf TikTok rumhängt, kann man sie ganz gut abholen, ne? Ja, und heute wollte ich eigentlich die Verfälschung des Korans durchziehen, endlich mal. Ich war seit 5 Monaten nicht mehr live auf YouTube. Die Leute denken, ich bin verschollen. Nein, Dr. Sheikh Abu Hamid ist hier. Er ist hier, wie er lebt und lebt jetzt. Ja, ich habe heute einen heftigen Text gelesen bezüglich des absoluten Wahnsinns hier im Islam. Aber ich kann das hier, glaube ich, nicht vorlesen und ich muss das ein bisschen verändern, so dass ihr das dann hören könnt. Ich lese euch das mal vor, das ist absolut krank. Absolut krank. Ich versuche das so gut es geht zu verschönern. Talönnus haben wir dann. Morgen herunter. Ich bin nicht im Auto. Heute bin ich in meiner Wohnung. Guck mal hier. Wo finden wir das? Das ist der Kommentar von Imam An-Nawawi. Hier habe ich das auf der islamischen Datenbank. Seht ihr das? Ne? Da, islamische Datenbank. So. Vollständige Erklärung von Al-Muhaddab, das Buch der Reinheit, Kapitel darüber, was gewaschen werden muss, Gründe für das Waschen, Eindringen in die Vulva einer verstorbenen Frau. Der Autor möge Gott, der Allmächtige, ihm gnädig sein. Wenn er in die Intimbereiche einer Verstorbenen eintaucht, muss er sich waschen, denn es sind die Intimbereiche eines Menschen, also ähneln sie den Intimbereichen Teile einer Schlange. Wenn es in den Anus eines Hermaphroditen mit einem Problem eingedrungen ist, ist es obligatorisch, es zu waschen. Und wenn es in den Intimbereich eingedrungen ist, ist es nicht obligatorisch, da es sich um ein zusätzliches Glied handeln kann. Daher ist es nicht unbedingt erforderlich, es zu waschen. Jetzt pass auf, jetzt kommt die Erklärung dazu. Über diese Erklärung, Punkte, sind wir uns alle einig, wie vom Autor erwähnt. Und der Beweis dafür ist das, was er erwähnt hat. In Fragen im Zweig Zusammenhang, danke lieben, mit dem Kapitel einem davon haben wir erwähnt, dass wenn sein Penis in die von der Frau Danke Jesus, immer wenn jemand irgendwas schickt und dann der Name Jesus direkt auftaucht. Dass wenn sein Penis in die von der Frau oder in den Anus einer Frau oder den Anus eines Mannes, Hermaphroditen oder eines Jungen eingeführt wird oder in die Vulva oder Anus eines Tieres, ist es obligatorisch, sich ohne Meinungsverschiedenheiten zu waschen. Unabhängig davon, ob derjenige, der in den Anus eindringt, lebendig, tot oder verrückt ist oder gezwungen oder erlaubt, wie eine Frau oder verboten und derjenige, der Verkehr hat. Und wer mit dem Verkehr hat, ist den Verantwortlichen, den Vergesslichen und den Zwanghaften gegenüber verpflichtet, was einen Jungen betrifft, wenn er in die Vulva einer Frau oder in den Anus eines Mannes eindringt oder ein Mann in seinen Anus eindringt.
Hallo. Salam alaikum. Ex-Muslim. Allein, Gott segne dich und deine Familie. Woher kommst du? Ich? Ja, ja. Aus Dings, wie heißt das? Weißt du, wo Montana Black wohnt? Ist mir egal, wo der wohnt. Ich frag, wo du wohnst. Ja, ich sag doch, ich wohne da, wo Montana Black wohnt. Ja, wo wohnt der? Der wohnt Dings, wie heißt Buxerude. Ja? Ja? Können wir uns kurz sehen? Wie meinst du? Können wir uns kurz sehen? Ja, kommst du nach Buxerude? Ja, ich komm. Nein. Ist ja komisch. Aus wo? Aus Stade, Bruder. Ja, egal, woher. Können wir uns kurz sehen, Bruder? Was willst du denn von mir? Kurz reden, ich hab was gehört. Oder beleidigt nicht. Ich beleidige nicht. TikTok sportlich. Ich bin doch hier, du kannst doch mit mir reden. Nicht hier, persönlich. Nein. Ja, ich bin doch persönlich hier mit dir. Nein, ich muss dich sehen, voilà. Gesicht an Gesicht. Und dann? Ich muss mit dir was sehen, ich habe was gehört, deswegen. Nee, du kannst das hier sagen. Das ist kein Nein, Problem. Ich will dich sehen. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen, Nein, dass du hier bist. Nein, ich will dich sehen, sag ich. Kein Problem. Oder ein Junge in sie eintaucht und das Gleiche gilt. Oh, Verstoßverwarnung sofort. Ich habe eine Verstoßverwarnung bekommen. Was war das? Du hältst schnell, was ist denn? Ach so, wegen ihm, ne? War das jetzt wegen ihm, von eben? Nein, Tina, das siehst du, das seht ihr jetzt nicht, danke, Ramunda. Das seht ihr jetzt nicht, weil das eigentlich immer, wenn ich fahre, ist das hier unten angezeigt, ne, immer. Aber jetzt ist das nicht angezeigt, weil mir wurde das gerade so, so ein Pop-up aufgegangen. Aber ich habe zu schnell, habe ich, Dings... Danke. Ich habe zu schnell hab ich, das weggedrückt, um zu gucken, was das war. Ich weiß nicht, vielleicht war das eine Warnung. Ja! Geh auf, dann wieder rein. Ja, wir haben jetzt schon 53.000 gesammelt, schade. Was sagst du zu Sayyid Bukhari? Amir hat Schienbein in der Windel. Ich hab Spätschicht, ihr Lieben. Dr. Scherer, Amir hat Spätschicht hier auf TikTok. Lass mich weiterlesen. Wenn ich gesperrt werde, dann komme ich auf den anderen Account live. Ist auch okay. Und das Gleiche gilt, wenn ein Junge in den eingeführt wird. Und es ist das Gleiche bei diesem bestimmten Jungen und andere, wenn er Junub wird. Sein Gebet ist gültig, es sei denn, er führt die Waschung durch, genau wie wenn er uriniert. Sein Gebet ist nicht gültig, bis er die Waschung durchführt. Und es wird nicht gesagt, er muss die Waschung durchführen. Genauso wie es nicht gesagt wird, er muss die Waschung durchführen. Vielmehr heißt es, er ist neu geworden und der Vormund muss ihm befehlen, sich zu waschen, wenn er ein besonderes Alter erreicht. Ebenso wie er ihm befehlen muss, die Waschung durchzuführen, wenn er sich nicht wäscht. Bis er die Pubertät erreicht, muss er sich waschen. Genauso wie wenn er uriniert und dann die Pubertät erreicht. Wenn er die Waschung durchführen, wenn er sich wäscht, während er bei Bewusstsein ist, ist sein Baden gültig. Und wenn er die Pubertät erreicht, er muss es nicht wiederholen. Wenn er beispielsweise die Waschung durchführt und dann die Pubertät erreicht, betet er mit dieser Waschung am Ende des Kapitels. Wurde die Absicht, die Waschung durchzuführen, auf ungewöhnliche Weise erwähnt. Was bedeutet, dass seine Reinheit wiederholt werden muss, wenn er erreicht ist, Pubertät. Und ein Mädchen ist wie ein Junge, wie wir bereits erwähnt haben. Und wenn eine verrückte Person in sie eintaucht oder punktet, wird sie unrein. Und wenn sie das Bewusstsein wieder erlangt, muss sie die Waschung durchführen. Wenn eine Frau zweitens den PNS eines Mannes einführt, ist es für ihn und sie verpflichtend, ihn zu waschen. Unabhängig davon, ob er sich dessen bewusst war, freiwillig, im Schlaf oder unter Zwang. Dies wurde von Al-Shafi erklärt in Al-Um und von den Gefährten vereinbart. Und wenn sie einen abgeschnittenen PNIS einführte, dann hat die Verpflichtung, sich an ihr zu waschen. Zwei Aspekte. Sie ähneln den beiden Aspekten bei der Unwirksamkeit der Waschung durch Berühren, wie von Al-Darimi überliefert, Al-Mutawali, Al-Royani,
und andere. Al-Darimi sagte, es gibt keine Strafe gegen sie ohne Meinungsverschiedenheiten und sie hat keine Mitgift, wenn ein Mann in den Amputierten in ihr eindringt. Und wenn der PNIS einer verstorbenen Person in sie eintaucht, muss sie sich waschen, als ob er drang in einen Verstorbenen ein. Wenn sie den PNIS eines Tieres einführt, muss sie sich waschen, genau wie sie sich ein Tier einführt. Dies wurde von Sheikh Abu Muhammad al-Juwaini, al-Darimi, al-Mutawali und anderen festgestellt. Al-Ruyani zitierte es aufgrund der Autorität der Gefährten. Der Imam der beiden heiligen Moscheen sagte, es gibt Überlegungen dazu, da es selten vorkommt. Er sagte, dann gibt es eine Diskussion über die Überlegungen zur Größe der Kopf von PNIS, dem Denken des Juristen anvertraut. Drittens, die Pflicht zum Waschen und alle Vorschriften im Zusammenhang mit dem Verkehr erfordern, dass die von PNIS Kopf in der von Frau vollständig fehlt. Und es ist nicht erforderlich, dass die PNIS-Kopf vergrößert wird und keine der Vorschriften bezieht sich nur auf einige der PNIS-Kopf. Und all dies ist allen Faden übereinstimmend, mit Ausnahme des Aspekts, der von Al-Darimi und Al-Jafi auf der Grundlage von Ibn Kas Geschichte erzählt wird, dass einige die PNIS-Kopf wie alle von ihnen sind und dies ist der Fall, das Ende des Grades der Abnormalität und Schwäche und ihre Ungültigkeit reichen aus, um zu sagen, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken, wenn die beiden Beschneidungen zusammentreffen, ist es Pflicht, sich zu waschen. Wenn jedoch ein Teil des PNIS abgeschnitten wird und der verbleibende Teil kleiner als die Größe der PNIS-Kopf ist, gilt gemäß der Vereinbarung der Gefährten keine der Bestimmungen dafür. Und über was für einen Müllhaufen die da reden, ne? Das ist keine normale Religion mehr. Welche Glaubensgemeinschaft redet über sowas? Danke, Sarai. Das ist heftig, ne, ihr Lieben? Wenn man das so liest. Genau. Hallo. Hey Bruder, was geht? Bruder, ich habe hier einen Moslem, der wollte mit dir quatschen, Bruder, weil ich habe gesagt, du bist Christ. Mach Schwachsinn, ich bin auch Christ, Bruder, und der will jetzt mit dir quatschen. Ey, ich will dir was sagen, wie geht's? Ja, mir geht's gut, Hamdu Jesus, wie geht's dir? Was war das? Hast du Koran rezitiert? Der hat den Koran sehr gut rezitiert, habt ihr gehört? So ist das. Sehr, sehr schön. Immer weiter rezitieren. Immer viel Rezitation machen. Oh, guter Furz ist jetzt da. Guter Furz ist doch da. Das hat sich so angehört wie Durchfall im Hose. Das hat sich richtig ekelhaft angehört. Möge der Herr Jesus Christus ihnen die Augen öffnen, diese verlorenen Seelen. Fatiha. Das war Al-Fatiha, genau. Al-Fatiha. Hallo. Hi. Ey, ganz ehrlich, wie kommst du damit klar? Ich krieg Albträume von dem ganzen Scheiß, Alter. Wie meinst du das? Ja, mit den ganzen Leuten, die dann hier so rinkommen und irgendeinen Scheiß von sie geben. Und dann sich überzeugt, wo sie sind. Wir müssen immer weitermachen. Ich muss immer den Doktor hier raushängen lassen. Ohne Mist, wenn ich mir meine Zähne heute nicht richtig eingeklebt hätte, die wären gerade vor Lachen rausgefallen beim Vorlesen. Das hört sich so an wie aus einem billigen P-O-R-N-O-Roman, ne? Ja, P-I-N-I-S, K-O-P-F. K-O-P-F. Ich muss das so sagen, sonst sperren die mich. Oh nein, es sind nur Freaks hier. Die haben ja meinen Account auch platt gemacht. Ich hatte ja vorher den Account Alas Schienbein und da haben sie mich so lange gemeldet, bis er gesperrt wurde. Ach, du bist Alas Schienbein? Ja, Mann, und da sind die ja super geil drin. Jetzt halt natürlich mein Name nicht mehr so genannt, sonst haben sie mich gleich wieder auf Kika.
Ja, auf jeden Fall, nee. Hol mal hier ein kleines Müsli hoch. Ja, hier ist ja gar keiner drin. Ne? Die ganzen kleinen Lümmels sind ja alle feiern. Die sind Party machen. Heute ist, ja. Morgen ist wieder Allah da. Also nach dem Kater, ne? Oh Mann. Nach dem Kater sind die alle wieder da. Die sind gerade alle in Shisha-Bars und sowas. Also, das ist eigentlich schon krass. Ich weiß nicht, hast du hier den Israel mal reingezogen? Das ist ja auch so ein Knaller. Der Russe, meinst du, der LSD-Russe? Ja, Mann. Nee, ich brauche kein Diätplan. Ich muss mal auf Kommi einnehmen. Ich bin so fett, weil ich meine Männer nach dem SEX fresse. Du musst viel essen laut Islam. Ja, deswegen. Klar. Viel, viel essen. Ja, Mann. Nee, aber wie gesagt. Schade, ich wollte eigentlich heute meinen Livestream abhalten, aber ich bin nicht fertig geworden. Oh. Das ist ja mein Ding, dass du nicht im Auto sitzt. Ja. Ja, das kommt dann schon wieder. Gut, nee, dann lass dir nicht ärgern von den Müslis und mach weiter so. Von den Müslis, ne? Mann, ich bin wieder da. Ich bin auch wieder da, ne? Ich bin auch wieder da. Danke dir, mach's gut, mein Lieber. Bis dann. Tschüss. Ciao. Allah Schienbein. Hey, wie geht's? Hamdul Jesus, ja, mir geht's gut. Hamdul Jesus, tust du die Leute in die Irre leiten oder was? Du oder ich? Du. Nee, von mir bekommen sie nur gute Unterricht bekommen sie von mir. Guten Unterricht. Aber falsche Aussagen, alles schiitische Quellen erzählst du denen. Erzähl denen nochmal die Wahrheit. Ach, Imam An-Nawawi ist Schiite? Du erzählst immer schiitische Quellen. Ich hab dich gerade was gefragt. Ist Imam An-Nawawi Schiite? Da pickst du eins, zwei normale Sachen raus, damit also sie, ist ja doch ein Sunnite. Damit es so eins Ausgleichen gibt, aber danach packst du wieder alles schiitische Lügen. Hä? Sonst sage ich doch, das ist eine schiitische Quelle, sonst erwähne ich das doch immer. War das bei dir im Schiitentum, hast du da Probleme gehabt oder warum bist du ausgetreten? Nee, ich habe mich überhaupt gar nicht mit dem Schiitentum befasst. Wieso? Weil ich gemerkt habe, dass die Hurerei praktizieren nach Sure 4, Vers 24, da war mir das alles schon zu heftig. Und ja, dann habe ich mich halt entschieden, den sunnitischen Weg erstmal zu gehen. Und dann habe ich herausgefunden, dass die Sunniten ja noch brutaler sind in ihrer... Nee, die sind ja noch schlimmer als ich hier. Geil. Und dann hast du gedacht, komm, ich gehe jetzt in den Christentum rein. Nee, da habe ich herausgefunden, dass Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist und das ewige Leben und das schönste Vorbild aller Zeiten. Ne? Kann ich dir auch nur empfehlen. Echt? Ja, natürlich. Aber sag mal, wie kannst du an jemanden glauben, der wie du jetzt so auf Toilette geht, wie du essen... Ja, was willst du denn machen, wenn zum Beispiel Gott sich entschieden hat, Mensch zu werden, als ein sterblicher Mensch auf diese Erde zu bekommen? Also zu kommen. Das muss ja erstmal ins Gehirn rein, weißt du so. Ja, aber wie gehst du denn damit um, dass Allah so auf ein Bett oder ein Bett hat? Was will der denn auf so einem Bett? Ah, guck mal, das sind auch wieder so Quellen, die du aus dem schiitischen Turm holst oder irgendwelche. Dann gucken wir mal, ob das schiitische Turm ist. Mal gucken, ob das schiitische Turm ist. Mal schauen, ob das von Schia ist oder von Sunni. Dass Allah ein Bett hat, worauf er schläft. Was hat er für ein Bett? Mit seinem Hudel Ains. Der teilt sein Bett mit Hudel Ains. Guck mal. Also Allah teilt sein Bett mit wem? Mit Hurel Ain. Du weißt bestimmt nicht, was das ist, ne? Ich muss oft immer lachen, wenn du redest, weißt du? Ja, du kannst ja ein bisschen lachen über Mohammeds Verhalten und Allahs Buch. Das ist auch so eine Sache bei dir. Ihr Schiiten, ihr mögt ja den Mohammed gar nicht und seine Frauen alle drum dran. Das ist für euch ja ein Feindbild. Nee, die lieben die Schiiten lieben Mohammed und seine Familie. Nee. Ich sehe hier einige Schiiten, alle, dieser Urban und diese anderen. Schiite, du Wahnsinniger. Natürlich, diese ganze Clique kommen alle vom Schiitenturm und alle reden denselben Mist. Und jeder hakt auf den Propheten. Ich danke dir von ganzem Herzen, Mann. Hör auf, Kamelurin hier so rauszuholen, Mann. Hör auf mit der Kamelurin, du Blödi. Hör mal lieber zu von außen, mach nicht so einen auf Klugscheißer hier.
Guck mal hier, so kam ich zur Tür des Paradieses und sie wurde für mich geöffnet und so kam ich zu meinem Herrn. Gesegnet und gepriesen sei er. Und er saß auf seinem Stuhl oder seinem Bett, also verneigte ich mich vor ihm. Hallo. Salam Allah. Er saß auf dem Stuhl, kennt ihr so? Sexy, sexy. Ist das krank? Das ist heftig, ey. Und der Isnad ist korrekt. Der Isnad ist korrekt. Die Quelle ist der goldene Thron, die Seitennummer ist 42. Seite 42. Absolut krank. Absolut krank. Trabzon. Will er doch nicht rein? Son Goku war wieder da. Komm, wir müssen die Millionen knacken. Schaffen wir wieder die Millionen, meine Lieben? Ich denke schon, die eine Million knacken wir. Hast ja schön Kaftan an. Ja, natürlich. Ach, der LSD-Russ ist auch hier. Heftig. Ich hoffe natürlich, ja, für ihn ist alles vorbei. Ne? Der kann nicht mehr zurück. Hebräer 6. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Allah soll dich recht leiten, Habibi. Nee, ein Schienbein kann mich nicht recht leiten. Keine Huren sind so wie du. Ja, dann kannst du dann im Spiegel gucken und dann nochmal sagen, Gott segne dich und deine Familie. Ekelhafter Typ. Ekelhafter Typ. Gott segne dich. Ich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe mal eine Frage an dich, Ex-Muslim. Ja. Und zwar, könntest du dich selber einschätzen? Ja, es kommt immer drauf an. Es ist halt schwierig, sich selbst einzuschätzen. Stell dir mal vor, dich würde man die ganzen Plattformen, also alle Plattformen rausnehmen, ja, wo du Reichweite hast. Stell dir einfach nur vor, das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr bis zu deinem Tod, dass du wirklich keine Plattform, du hast ein ganz normales Leben, aber du darfst auch Familie gründen, du kannst Kinder haben, alles, alles frei, nur du hast keine Reichweite mehr. Würdest du trotzdem diesen Weg gehen und würdest du trotzdem so viel recherchieren und machen und tun, ja, für den Christentum? Ja. Natürlich, vor 12 Jahren oder was, wo ich dann angefangen habe, mich richtig damit auseinanderzusetzen, da war es noch gar nicht so heftig mit Internet und allem Möglichen. Klar gab es so YouTube, aber das war nicht so brutal wie jetzt zum Beispiel alles mit TikTok und die Reichweiten von einigen Leuten. Aber würde dir das Wissen des Christentums weiterbringen oder würde dir das Wissen den Islam, also du recherchierst ja auch den Islam, damit du den Islam ja quasi schlecht darstellen kannst oder beziehungsweise für dich ist das ja nicht Darstellung, sondern für dich ist das ja die Wahrheit, dass es schlecht ist, so für dich. Ich zeige ja den Leuten ja, was hier los ist. Ja, genau. Aber das, was ich meine, stell dir mal vor, du hättest nicht diese Reichweite, würdest du den Islam dann genauso recherchieren, weil dann bringt dir das ja gar nichts eigentlich, weil du lebst ja den Islam gar nicht. Das heißt, das spielt doch gar keine Rolle, aber du musst auch verstehen, dass Leute sich damit kritisch auseinandersetzen und gewisse Ideologien auf den Prüfstand schicken. Ne? Ja, aber du sagst ja von Leuten, aber ich rede ja davon, stell dir vor, du hättest... Ich meine im Allgemeinen, dazu zähle ich ja auch, du musst mir schon zuhören. Ja klar, dazu zählst du selber, aber ich meine ja, für dich selber hast du die Antwort, du hast ja für dich die Antwort, das heißt, du möchtest ja den Christentum leben, du möchtest ja quasi nach dem Jesus-Weg gehen, nach dem Jesus-Christus-Weg gehen und... Genau, also wenn ich nach dem Weg des Herrn gehe, fordert er mich dazu auf, die Finsternis aufzudecken und keine Gemeinschaft mit dieser Finsternis zu haben. Genau, aber du hast ja schon, für dich hast du ja die Antwort, das heißt ja, du weißt, für dich ist die Finsternis der Islam und für dich ist das Licht Jesus Christus, eigentlich ist es doch, und stell dir vor, du hättest nicht diese Reichweite, würde doch eigentlich für dich ausreichen, wenn du nur den Christentum dich beschäftigst, oder nicht?
Nein, wir könnten auch mit anderen Sachen uns beschäftigen. Das ist ja gar kein Problem. Finsternis beinhaltet ja nicht nur Islam. Ich habe jetzt diesen Weg gewählt, weil ich ja selber aus dem Islam komme und der Allah ja sich beruft darauf, dass er die Bibel bzw. die Tora und das Evangelium herabgesandt hat, mhm, und behauptet, der Gott ist der Bibel zu sein. Und wenn wir das uns betrachten, was Allah dann auf einmal seinen eigenen Offenbarung widerspricht, ne, dass zum Beispiel der Herr Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, dass der nicht gekreuzigt worden ist, dass Allah wie ein Betrüger daherkommt und jemand Ähnliches wie Jesus ans Kreuz schlagen lässt und die ganzen Christen der damaligen Zeit täuscht und so, ne? Das aber diese Sachen hast du doch schon für dich beantwortet, oder nicht? Also für dich? Für mich, aber es gibt noch Millionen anderer Menschen, die ich erreichen muss, mit denen ich das, die ich das aufkläre. Aber du hast ja eigentlich können. Ja, wir okay, mein Moment Lieber, willst du mich auf den Nerven gehen oder was ist das denn bitte? Ich erkläre ihm, der Allah sendet einfach die Tore und das Evangelium herab und auf einmal sagt er, nee, das stimmt alles gar nicht, meine Schriften wurden verfälscht, Jesus Christus ist nicht gestorben, er ist nicht der Sohn Gottes, er ist nicht Gott im Fleisch, die Bibel wurde korrumpiert und wir dürfen ihm nichts dagegen sagen oder was ist los mit dir, Mann? Du bist ein Irrenhaus hier. Was interessiert dich das denn? Extrem. Ja? Wann kommen wieder Videos gegen ABK? Ich zeig dir, warte ganz kurz. Kannst du dich noch an mich erinnern, Ex-Muslim? Nein. Ganz schnell. Hallo? Hallo? Wache, der du schläfst. Ja, nicht furzen. Hallo, guten Abend, Amir. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir auch. Amir, ich bin Christ, keine Sorge, alles gut. Ich habe eine Frage an dich, und zwar könntest du... Das sagen einige, auf einmal kommt eine Beleidigung hinterher. Nein, um Gottes Willen niemals. Ich habe nur eine Frage, könntest du mir das bitte nochmal erklären mit der Sure 25, Vers 54? Genau. Ja, also der Allah sagt durch dein Wort, dass alles durch eine Heirat entstehen muss. Und wenn du Allah ungehorsam wirst, dann ist diese Bindung beziehungsweise der Ungehorsam wird dann von Allah nicht geduldet und dieses Kind, was als Resultat dann herauskommt aus dieser Unzucht, aus dieser Ungehorsam gegenüber Allah, nicht als Teil der Abstammung angesehen. Du kannst sowohl mit der Frau, mit der du das Kind gezeugt hast, als auch mit dem Kind Verkehr haben. Krass, das ist so krass. Eigentlich müssen wir das in ganz Deutschland verbreiten, ne, dass die Muslime das selber lesen und sich Gedanken machen über diese Teufelssekte. Ne. Das ist wirklich heftig. Ja, ich kommentiere das unter viele Videos und die wissen gar nichts damit anzufangen. Also ich habe wirklich... Ja, was meinst du, der Otto-Normalverbraucher-Muslim, der geht einfach arbeiten von 7 bis 15, 16 Uhr und beschäftigt sich dann mit diesen Themen ja gar nicht. Der kennt das ja gar nicht. Richtig. Ja. Ich finde das wirklich krass. Mach weiter so. Ich bin immer in deinem Live drin. Ja. Finde ich richtig gut. Mach weiter. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich danke dir. Schönen Abend. Soll ich dich raus tun oder willst du raus? Schmeiß mich raus. Okay. Oh mein Gott, endlich einer hat dich richtig hochgenommen und du kriegst den Support. Warum hast du mit denen nicht debattiert? Warum? Sag mir, warum? Wie war dein Name nochmal? Abu Amir.
Genau aus diesem Grund. Das ist unglaublich, ey. Macht mir doch nicht diesen Kindergarten hier. Hallo? Hallo, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Vielen Dank. Ich habe eine kurze Frage an dich. Also ich selber bin Muslima, mein Mann ist katholisch. Wir leben seit 20 Jahren zusammen, haben Kinder zusammen. Und es ist tatsächlich so, dass wir beide Religionen beziehungsweise schon beides gelesen haben. Was mir nicht so bei dir gefällt, ich hoffe, du legst auch nicht gleich auf bei mir, ist tatsächlich so, dass ich es toll finde, dass du erklärst, aber du lässt halt niemanden ausreden. Das ist das, was mir nicht gefällt. Und das Zweite ist, dass du quasi nur das Böse in dem einen Religion siehst und eigentlich sehr wenig über deine Religion erzählst. Und ich weiß ja nicht, was dein Ziel ist. Willst du die Leute über deine Religion überzeugen oder den Islam zu hassen? Du weißt schon, meine Liebe, dass der Koran sich auf die Bibel beruft und der Allah behauptet, der Gott der Bibel zu sein, richtig? Ja, nicht so ganz. Also ich verstehe das an. Was meinst du mit nicht so ganz? Also die Meinung von mir ist eigentlich jetzt egal. Es geht nicht um deine Meinung oder meine Meinung. Was sagt Allah im Koran? Ob er die Bibel bzw. die Tora und das Evangelium herabgesandt hat? Wer ist der Urheber von Tora und Evangelium? Da bin ich jetzt überfragt, bin ich dir ehrlich. Wie gesagt, also ich wollte eigentlich nur die Frage an dir stellen. Das hat mich jetzt interessiert, ob das jetzt die Aufgabe ist für dich, einfach die Leute zu erreichen, dass das quasi dein Evangelium wahrscheinlich. Ich bin auf Platz 55 in angesagt, nicht schlecht. Sehr gut. Dankeschön, ihr Lieben. Ja, kurz eine Frage. Wie ist das eigentlich? Wie schwer war das für dich, wenn deine Familie alle Muslime sind? Und sind die noch Muslime oder konntest du die davon überzeugen? Die Familie ist noch so in diesem muslimischen Kopf drin, aber ich rede nicht gerne über Familie und sowas. Danke, danke, ihr Lieben. Alles klar, danke, das war's. Ciao. Gott segne dich und deine Familie. Ebenso. Abu Martin, habe ich nicht verboten, hier reinzukommen? Hallo? Oh, danke schön, danke dir. Leute, komm jetzt, die 1 Million knacken wir, komm. 1 Million. Hallo? Na, dann nicht. Danke, Jorico. Der. Hallo. Abu Martin, habe ich dir nicht gesagt, du sollst hier nicht deine Anfang senden? Blödsinn, was du da machst. Mir gereicht deine Koran-Rezitation von letztem Mal. Geh mal weg, Mann. Habe ich dir nicht verboten, hier hinzukommen? Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Amir, ich habe eine Frage an dich. Ja. Und zwar, bevor ich hier loslege, erstens, damit du Bescheid weißt, ich bin kein Sunnite, ich bin Schiite, okay, und ich bin auch kein Schiite, der den Usulis folgt, ich bin Achbari, falls es dir was sagt. Okay, also, schau mal, wir sind beide so weit auf dem Stand, dass wir beide daran glauben, okay, dass Osman, okay, du weißt ja Bescheid, Osman hat ja den Koran verbrannt, damals. Guck mal, ich habe das direkt hier vor mir, guck mal. Ja, okay, hör zu. Heftig, ne? Ja, okay, hör zu. Aber Amir, lass mich doch kurz ausreden. Warte, ich will das kurz zeigen, guck mal. Uthman sent some every Muslim province once. Ja, das ist ja wirklich so. Das ist ja wirklich. Ja, ich meine nur für die Leute, für die Sunniten. Ja, klar, kein Problem. Ja, so weit. To every Muslim province, one copy of what they had copied. Okay, all the other Quranic materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, be burned, verbrannt. Also wenn, okay, also Amir, wenn du mit mir reden möchtest, dann beharre darauf, mit mir nicht so zu reden,
wie du mit einem Sunniten redest. Okay, wir sind auf einer Wellenlänge, dass wir zwei sagen, Osman hat den Koran verbrannt und hat seinen Mushaf, okay, an die Leute weitergeschickt und hat den Mushaf von Ali ibn Abi Talib zum Beispiel, okay, nicht vorhergesagt oder nicht weitergegeben. So, der wurde abgelehnt. Okay, und was ist der prinzipielle, nennen wir den prinzipiellen Unterschied zwischen einem Schiiten und einem Sunniten? Bitteschön. Der prinzipielle Unterschied ist einfach nur die Nachfolge, okay, was ihr, wen ihr folgen wollt. Okay. Ihr okay. lehnt ja die ganzen Sahaba ab, also genau. die ganzen Kalifen, ne? Uthman, Abu Bakr, genau. Omar. Und ihr genau. sagt, eigentlich müsste der Nachfolger der Ali gewesen sein, aber der rechtmäßige Mann jetzt zur Familie gehört. Aber nicht nur das. Wir lehnen, guck mal, wir sind auf einer Wellenlänge. Wir lehnen Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Jami al-Tirmidhi. Das kommt auch noch dazu. Okay. Ich meine aber prinzipiell, ja. das Erste, was überhaupt der Unterschied zwischen Schia und Sunni ist, sowieso erstmal, dass die Nachfolge sehr, geklärt okay. werden muss. Okay. Ja, der Mohammed ist ja gestorben ohne die Nachfolge. Also der Mohammed der Sunniten ist sowieso, der wurde verhext, wurde er verzaubert. Der Allah, und guck mal, ich als Schiite, ich als Muslim-Schiite sage das auch. Okay, dass Allah des Sunniten zwei rechte Hände hat und sein Bein im Höllenfeuer ist. Und das stimmt ja auch. Okay, das, was du verbreitest, okay, so wie du es, das, was du verbreitest, stimmt. Okay, ich will nur wissen, kannst du das nicht so verbreiten, wie ich es gerade erklärt habe? Ganz sachlich. Was ist denn, wenn ich dir zeige, dass in euren schiitischen Quellen in Bihar al-Anwar Allah sitzt, auf seinen Hintern okay, sitzt? Okay. Erstmal, Amir, nochmal. Ich bin kein Usuli, ich bin ein Akhbari. Aber du glaubst doch auch an Bihar Allah. Ganz kurz. Authentischen Schrift. Ja, nein, guck mal, da vertust du dich, Amir. Wir Schiiten, du weißt es ganz genau, wir Schiiten haben keine Sahih-Werke. Erstens das. Ja, okay. Das ist ja noch schlimmer, das ist ja noch katastrophal. Also, wenn ihr irgendeinen Hadith habt, der euch nicht gefällt, dann könnt ihr ihn also ablehnen. Das ist nicht schlimm, das ist sogar sehr gut, weil wenn wir konfrontiert werden mit irgendwelchen Hadithen von uns, okay, können wir natürlich darauf beharren zu sagen, nein, es ist nichts, nein, es ist ihr, ihr Lieben, also wenn ihr mit dem Schia diskutiert, dann kann er einfach sagen, ja, okay, das gefällt mir nicht, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das macht er zum Beispiel, der Sunni macht das zum Beispiel nicht. Er akzeptiert alles, was in Sahih Bukhari und Sahih Muslim ist und versucht das zu erklären, verstehst du? Ja, aber nicht alle Hadithe sind ja Sahih. Nicht. Ja gut, aber Al-Kafi kannst du doch authentisch einstufen. Weißt du, was ein Akhbari ist, Amir? Nein. Ein Akhbari lehnt nicht nur die Sahih, also ich bin Schiite, ich lehne. Das ist ja die einzige Katastrophe. Ganz kurz. Ein Akhbari hält auch nichts von Usulis. Also Khomeini, Shirazi, Sistani. Ja, ist das ja das Schlimmste überhaupt. Aber das was ist auch, mit Mutter was, Amir, was ist mit Mutter Warte mal ganz kurz. Ich sage dir gerade, dass ich all das ablehne, was du auch ablehnst. Ja, okay, alles klar. Siehst du, du lehnst das alles ab und deswegen kann man mit dir auf gar keiner Grundlage diskutieren. Versteht ihr? Der lehnt ja sowieso alles ab. Egal, was du dem zeigst. Da sagt ein Finder, das glaube ich nicht. Das ist nicht vereinbar mit meinem Verstand. Das will ich nicht. Okay, das gefällt mir. Also wie im Supermarkt. Ich greife mal ein bisschen davon, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Was ist das denn bitte, Mann? Das kannst du ja keinem erzählen. Ich bin kein Usuli, ich bin ein Akhbari. Also Akhbar bedeutet ja Nachrichten. Akhbari, der ist Akhbari. Hallo, ich bin Albaner. Guten Abend. Hallo, mein Lieber. Kannst du bitte normal reden? Ja, ich wollte fragen dich. Kannst du bitte normal reden oder du gehst raus? Ja, ich. Ja, bitte. Heute bist du nicht gut drauf, aber okay. Ja, heute bin ich nicht gut drauf. Du sollst die Albaner nicht so nachäffen. Okay. Ich hatte mal eine Frage und zwar: Kennst du den Prophet Hesekiel? Prophet Hesekiel, natürlich. Genau. Ich wollte jetzt nur mal deine Meinung wissen, weil ich letztens wieder so eine Dokumentation gesehen habe. Bist du der Meinung, dass er ein UFO gesehen hat oder. Was wird da genau beschrieben? Weil anscheinend soll er ja irgendwie ein UFO gesehen haben. Also behaupten manche oder... Hast du mich gerade veräppeln oder meinst du das ernst? Nee, ich mein's ernst. Wo soll denn sowas stehen? Hä? Wo soll denn sowas stehen? In Kapitel, Vers und so. Warte. Aber ich würde dich jetzt echt nicht verarschen. Das steht. Deswegen frage ich dich ja, welcher Kapitel, welcher Vers?
Warte, ich suche gerade. Kapitel. Einen Moment. Oh, ich bin auf Platz 47, Leute. Tippen. Das ist ja krank. Platz 47, ey. Kann ich das suchen und kannst du mich nachher wieder hochholen? Kannst du machen, alles klar, bis später. Also, ciao. UFOs. Ezekiel sieht UFOs. 42er, du hast Aufverbot hier. Geh weg. Hör auf, opportunistisch hier hochkommen zu wollen und etwas vom Kuchen abzuhaben. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Moin, moin, Ex-Moslem. Wo kommst du eigentlich? Ich komme aus Buxtehude. Und du? Aus Buxtehude. Ich komme aus Kiel. Ah, schön. Ich, genau, zusammen Kaffee trinken gehen. Ich hätte so ein paar persönliche Fragen, wenn das in Ordnung ist. Nein, persönliche Fragen brauchst du mich nicht zu fragen. Echt? Ja. Darf man nicht? Nein. Ja, also ich wollte eigentlich nur so fragen, sowas wie kam es eigentlich dazu, dass du und Dings Beef hatten? Ich habe doch keinen, mein Lieber, ich danke dir von ganzem Herzen. Beef, als hätte ich mit irgendjemandem Beef. Ich habe höchstens Beef in meinem Bauch. Ich habe höchstens viel Beef in meinem Bauch. Viele Kühe. Sura al-Bakara. Ich habe Beef. Hallo, Bruder. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, Bruder, danke schön. Ich wollte dich mal fragen, wieso bist du jetzt Christ geworden? Ich bin auch Christ, aber ich wollte mal wissen. Ja, weil Jesus Christus das Schönste ist, was in meinem Leben jemals passiert ist. Als ich herausgefunden habe, wer der Jesus Christus ist, der wahrhaftige Jesus Christus, hat es mir natürlich sofort, ist mir mein Verstand ist mir so aufgegangen und ich dachte mir, Wahnsinn, wie konnte ich jemals ohne ihn so lange leben? Diesen Heiligen, diesen Gerechten, diesen Wundervollen, diesen Liebevollen, diesen wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Verstehst du? Und ich dachte mir nur so, ich war so lange weg von dir, Gott, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich mir geoffenbart hast, dass ich dich erkenne und dass ich dir nachfolgen darf. Welche eine Ehre das ist, dir nachfolgen zu dürfen. Ich bin nicht mal wert, deine Schuhriemen zuzumachen, verstehst du? Heftig, ja, Mann. Gut, alles klar, Bruder. Dankeschön, dass du das. Aber warum sage ich das? Der Herr Jesus Christus hat nicht eine Sünde in seinem Leben begangen, hat nicht einen bösen Gedanken gehabt, nichts von alledem. Deswegen sagt er auch zu den Pharisäern, wer von euch kann eine Sünde nachweisen? Ja. So sieht's aus. Ich Gott danke dir, Bruder. Danke auch. Okay, ciao. Ja, ciao. Beefy für alle. Leute, ich bin auf Platz 45. Ist das krass? Danke, dem vielen Dank. Das kommt auch von diesen ganzen Geschenken, die ihr da reinballert und diese ganzen Likes, ja, die ihr da reinschneidet. Hallo? Hallo. Ja. Kennst du noch ABK? Ja, warte, ich zeig dir mal ganz kurz. Guck mal, warte, ich zeig dir einen Moment. ABK hat es geschafft, schwanger zu werden. Wusstest du das? Wie meinst du, ABK hat es geschafft, schwanger zu werden? Mein bester Freund. Dann machst du wieder ein Video mit ABK. Du musst den mal treffen. Ich muss den mal wieder ein bisschen kitzeln. Guck mal hier, der hat mir ein Foto geschickt, ja, vom Paradies. Musst. Ja, Leute, der ABK hat mir ein Foto von Paradies geschickt. Guck mal hier, der Wundervolle. Ach du Scheiße. Der ist schwanger geworden, der AB. Guck mal. Junge, du hast ihn auseinandergenommen. Ich war der härteste Gegner von ihm, glaub mir. Irgendwann hat er aufgehört mit mir. Ex-Moslem, Ex-Gegner. Endgegner, Mensch. So, boah, kann ich dir noch, was Gutes tun? Warum machst du wieder ein Video? Du musst wirklich ABK treffen. Ja, warte, ich zeig dir, wenn ich den treffe. da treffe ich ihn. Abu Fitnerei. 42er, keine Dings schicken. Fresher Kurde. Mal gucken, was der Fresher Kurde zu sagen hat. Tippen, Leute, Gas geben. Genau, wir sind gleich bei 1 Million. Glaub mir, in 5 Minuten haben wir es erreicht, wenn wir alle Gas geben. Wir sind 1200 Leute, das ist heftig.
ist absolut Wahnsinn. Dr. Sheikh Abu Amir kommt live und direkt geht's los. So muss das sein. Ja, das ist der Hauptaccount, ne? Der Hauptaccount ist natürlich der Stern. Warum der fährt der Hijab herab? Hallo, ihr Lieben. Ja, so. Okay, ich merke, die sind haben mir ein bisschen zugehört, ne? Die eine war dann ruhig und dann hätte man der das hier zeigen können. Schade. Da hätte man das hier zeigen können. The wives of the prophet used to. The wives of the prophet used to go to Al-Manasi, a west open place near Baqi and Al-Madina, to answer the call of nature at night, also den Ruf der Natur, das heißt AA machen gehen. Umar used to say to the prophet, let your wives be veiled, lass deine Frauen sich verhüllen. But Allahs Apostel did not to do so. Also Allahs Apostel wollte es nicht, dass es so geschieht. One night, Sauda bint Zamar, the wife of the prophet, went out at Isha time and she was a tall lady. Also sie war eine große Frau. Umar addressed her and said, also Umar hat sie erkannt und sagte, I have recognized you. Ich hab dich erkannt, O Sauda. He said, also er hat ihr beim Kacken zugeguckt. Schaut euch das bitte an. He said so, as he desired urgently that the verses of Al-Hijab, the observing of veils by the Muslim woman, may be revealed. Also er hat das gesagt, damit er die Verse der Verschleierung für die muslimische Frau geoffenbart wird. Und guck mal hier, so Allah revealed the verses of Al-Hijab, a complete body cover excluding the eyes. Muslimas tragen heute den Hijab, den Niqab oder was auch immer, weil Sauda bint, weil die Frau von Muhammad, die Sauda bint Zamar, draußen gekackt hat und Omar ibn al-Khattab sie erwischt hat und gesagt hat, ich erkenne dich, Sauda. Habt ihr was Behämmerteres als das gesehen? Deswegen ziehen Muslimas heute Kopftuch an. Habt ihr die Antwort von diesem Mädchen gehört? Wir tragen das da, weil Allah uns damit so geehrt hat, oder was? Kennt ihr ja, wie die Muslimas immer sagen, ne? Nein, ihr tragt das, weil Sauda bint Zamar von Omar ibn al-Khattab beim Kacken erwischt wurde. Das ist das. Sahih Bukhari 146, da ist die Quelle. Peinlich. Danke, Jill. Es ist so peinlich. Wein nicht. Es ist so peinlich. Peinlich. Bitte wein nicht. Es ist so peinlich. Peinlich. Das ist so krank, ey. Einfach wie ein Kacken, ey. Ja, ich erinnere mich sehr gut an Sie. Warten Sie, ich habe ein gutes Geschenk für Sie. Gucken Sie mal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Also, ich hätte eine Frage, und zwar zu den Augenzeugen von Jesus. Ja. Ist das also historisch belegt? Also stimmt das überhaupt, dass sie Jesus gesehen haben? Ja. Und, aber wie kann das sein? Weil das Lukas-Evangelium wurde ja 90 Jahre später geschrieben. Ja, der Lukas hat natürlich die Augenzeugen gesehen und alles aufgeschrieben, was die Augenzeugen gesehen haben. Aber wie erklärst du dir zum Beispiel, dass der Imam Bukhari 300 Jahre nach Mohammed gelebt hat und dann euch eure Religion gegeben hat? Der Mohammed niemals Bukhari gesehen hat? Ja. Imam Bukhari hat doch, soweit ich... Nicht 100 Jahre, oder war das wirklich 300? Ja, google mal ganz kurz, du wirst den Islam gleich verlassen. Nein. Ja, Lukas hat natürlich die Augenzeugen getroffen und hat das Lukas-Evangelium auf Grundlage der Augenzeugen niedergeschrieben. Aber Lukas war ja kein Augenzeuge, oder war er ein Augenzeuge? Habe ich doch gerade gesagt. Lukas hat auf Grundlage der Augenzeugen das niedergeschrieben, weil der mit den Augenzeugen unterwegs war, die dort mit Jesus gelaufen sind.
Aber wir haben das früheste Evangelium ist ja, oder derjenige, der mit Jesus Christus wirklich gewandelt ist, war ja der Johannes. Der Johannes war ja mit ihm die ganze Zeit. Ja, aber geht es halt nicht noch in der Bibel sozusagen. Aber warte mal, wann wurde jetzt Maria geboren? Also du bist damit nicht einverstanden, dass 70 Jahre oder was? Nee, geh nicht immer raus. Es ist im Jahre 810. Okay, wann ist dein Prophet gestorben? Der geht alles gut. Das weiß ich auch. Das muss ich nicht unbedingt wissen, aber das war doch im 7. Jahrhundert soweit. Nein, dein Prophet ist irgendwann 635 oder was auch immer. Ja, 7. Jahrhundert. 636 oder so ist er verstorben. Wann hat 634? Wann hat Bukhari gelebt? 810. Ja. Und du glaubst Bukhari, was er über deinen Propheten berichtet, obwohl Bukhari 200 Jahre später kam? 300 Jahre? Ja, aber das Evangelium wurde auch 90 Jahre später. Aber warte mal, wenn du auf der Grundlage von solchen Argumentationen versuchst, das Evangelium anzugreifen, wie gehst du denn dann damit um, dass Imam Bukhari, der 300 Jahre später kam? Ich habe es nicht angegriffen, ich habe nur Fragen gestellt, weil es mich. Ja, ich hoffe, du stellst auch solche Fragen gegenüber dem Islam. Ja, natürlich. Ja, warum bist du denn noch Muslim? Warum sollte ich nicht sagen, was die einzig wahre Religion ist? Ach so, die einzig wahre Religion sagt, dass Omar ibn al-Khattab die Frau beim Kacken gesehen hat und dann der Vers der Verschleierung herabgesandt wurde? Erstmal ist dieser Hadith also authentisch, also ob er halt schwach ist. Was steht denn da? Ja, aber ist der Hadith schwach oder nicht? Was steht hier? Hör auf, nochmal das zu sagen. Sahih al-Bukhari, ja. Ist Sahih Bukhari schwach oder ist das korrekter Bukhari? Ja, korrekt, aber es gibt doch immer, es gibt auch schwache Hadithe. Willst du mich gerade auf den Arm nehmen, frage ich dich. Nein. Was bedeutet Sahih? Ich kann kein Arabisch. Das bedeutet korrekt, authentisch. Aha. Also Omar ibn al-Khattab sieht die Frau vom Propheten, wie sie gerade in der Nacht am Kacker machen ist, und dann sagt der Sauda, ich sehe dich, und der hofft, dass Allahs Gesandter endlich den Hijab-Vers bringt, und dann hat er auch den Hijab-Vers gebracht. So Allah revealed the verses of Al-Hijab. A complete ja, das hast du vorhin, habe ich mitbekommen. Aber, hast du gesehen? Ich kann dir wirklich, ehrlich gesagt, keine Antwort darauf liefern. Da gibt's doch keine Antwort. Der Koran ist ein menschliches Buch, Mann. Nein. Verlangen von einem Omar ibn al-Khattab, der einer Frau beim Kacken zuguckt, und dann kommt Mohammed auf den Gedanken. Merkst du nicht, dass die meisten, die gegen den Islam schießen, immer an Hadithe schießen? Weil im Koran gibt es eigentlich keine Fehler. Es gibt keine Fehler. Eigentlich keine Fehler. Soll ich dir einen Fehler zeigen? Verlässt du den Islam? Nein, nein. Und Komm, das ist ja lächerlich. Nein, nein. Egal, ob ich dir einen Fehler zeige, der sagt nein, nein. Kleine. Enes. Yo, Ami, was geht ab? Salam, Bruder. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, sonst, wie geht's? Erzähl mal. Was möchtest du, mein Lieber? Was kann ich für dich tun? Also, es gibt ja Prophezeiungen, was der Prophet Mohammed a.s. Getätigt hat. Welche denn? Die kann man nicht abstreiten. Soll ich dir meine Prophezeiung zeigen? Beispiel, 40 Tage bleibt ja Alkohol im Blut. Wie kann der das gewusst? 40 Tage bleibt Alkohol im Blut? Ja. Wo sagt er denn sowas? Weiß ich nicht, musst du mal gucken. Soll ich dir mal zeigen, was Mohammed gesagt hat? Guck mal hier. Sahih al-Bukhari 3329. Narrated Anas. When Abdullah bin Salim heard of the arrival of the Prophet at Al-Madina, he came to him and said, I'm going to ask about three things which nobody knows except a prophet. Also dieser Salim, Abdullah bin Salim,
hat von Mohammed gehört und hat ihm Fragen gestellt, die nur ein Prophet wissen kann. Er hat ihm die erste Frage gestellt: Why does a child resemble its father? And why does it resemble its material uncle? And was steht da noch? Allah's Messenger said, Jibril, Gabriel has just now told me. Also Allah hat Gabriel geschickt, damit er ihm die Antwort gibt. Komm, jetzt die Antwort. Also warum sieht das Kind ähnlich dem Mutter oder dem Vater aus? Jetzt pass mal auf die Antwort von Muhammad. Guck mal her. The child to its parents, if a man has sexual intercourse with his wife and gets discharged, also wenn eine Frau wenn ein Mann Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat und zuerst sich entlädt, also zuerst kommt, dann wird das Kind dem Vater ähneln. Und wenn eine Frau zuerst kommt, dann wird das Kind der Mutter ähneln. Hast du schon mal so einen Blödsinn gehört? Ja, also mir fiel es jetzt gerade schwer zuzuhören, sorry. Aber ich kann dir mal sagen, du redest viel Blödsinn, ja. Ich rede Blödsinn oder derjenige, der dir den Propheten so vorstellt? Ja, aber ich sag dir jetzt mal, das ist, was der Prophet vorhergesagt hat. Das ist übelst krass, ich sag dir das jetzt. Du hast doch gerade etwas gesagt. Der Allah hat Jibril geschickt und ihm hat ihm die Antwort gegeben. Okay, aber ich sage dir... Bist du damit einverstanden, dass der Orgasmus von einer Frau oder einem Mann der Grund dafür ist, warum das Kind dem Vater oder der Mutter ähnelt? Nein, das stimmt nicht. Wo steht das? Dankeschön. Habe ich doch gerade gesagt. Sahih Bukhari, Hadith 3329. Okay. Das ist eine Katastrophe, ist das, weißt du das? Okay. Jetzt hör mir mal zu. Also. Ja, warte, hat er jetzt hier recht oder nicht? Dann ist es Feierabend mit ihm. Ich muss das recherchieren und so. Ich weiß es jetzt nicht. Ich kann dir jetzt auch nicht glauben. Warum kannst du mir denn nicht glauben? Ja, weil ich habe ja oft gehört, was du da von dir gibst und... Okay, lass uns mal gucken, was der Ibn al-Raim dazu sagt, eine Erklärung von ihm. Guck mal hier. Ibn al-Raim erklärt im Einklang mit diesem Hadith die islamische Genetik. Wenn eine der beiden Flüssigkeiten der anderen vorausgeht, ist dies die Ursache für die Ähnlichkeit mit der, deren Flüssigkeit vorausging. Und die Dominanz eines von ihnen ist die Ursache dafür, dass das Kind das Geschlecht desjenigen hat, dessen Flüssigkeit dominiert. Wo finden wir das? In Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud, 278. Ja, okay. Angenommen jetzt Beispiel. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber wenn es stimmen sollte, Gott kann machen, was er will und wir müssen nach Gott gehen und nicht nach dir. Nur weil es nicht nach deinem Maßstab ist, der Islam, heißt es nicht, Wir reden hier gerade über jemanden, der behauptet, ein Prophet zu sein und der so einen Blödsinn erzählt, weil der sagt, dass Gabriel ihn informiert hat, weil Allah ihn dahin geschickt hat. Allah ist also ein unwissendes Wesen, Mann. Ja, und was war mit Jesus, denn ich wusste, was... Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst. Siehst du, da kommt wieder Kamelurin da raus, ey. Das kann doch nicht da wahr sein. Was ist denn los mit den Leuten? Da war wieder zu viel Kamelurin. Das ist unfassbar. Also der Mohammed sagt, wer zuerst sich entlädt, dem wird das Kind ähnlich aussehen. Die Muslime sind alle hier drin, um mich zu melden. Guck mal. Hallo? Ja, hi. Gott segne dich erstmal. Dich auch, Mann. Ich wollte einfach Danke sagen für deine Videos. Ich finde sehr gut, was du machst. Und mach weiter damit. Meine Frage wäre selber jetzt, du warst ja davor Moslem. Was war so der erste ausschlaggebende Punkt, wo du so gemerkt hast, warte mal, da stimmt etwas nicht? Dankeschön, Cousin. Der erste ausschlaggebende Punkt, was war das? Ich kam nicht klar mit der ganzen Gewalt, mit den Gewaltversen erstmal. Beispielsweise Sure 9, Vers 5, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich mir gedacht, ach du Heilige, der Islam ist die gewalttätigste, wahnsinnigste Religion, die es auf der Welt gibt. Und ich zeige dir, warum. Wenn wir beispielsweise schauen, wir gehen auf Tafsir Ibn Kathir, deswegen lese ich auch immer Tafsir dazu, eine Erläuterung zu gewissen Versen. Und wenn wir zum Beispiel zu Tafsir Ibn Kathir gehen, ich drehe das Ganze jetzt gleich mal um, damit die Muslime das sehen. Wir gehen zu Sure 9, Vers 5. Und der Ibn Kathir erklärt das folgendermaßen. Guck mal hier, wie heftig der Islam ist. Und daran merken wir, wie brutal der islamische Staat das alles in die Tat umsetzt.
Wenn nur die heiligen Monate vorüber sind, so bekämpfe die Muschelkind, wo immer du sie findest, und fange sie und belagere sie und lauere ihn in jedem Hinterhalt auf. Und jetzt, guck mal. Dies ist die Aya des Schwertes. Mujahid, Amr bin Shuaib, Muhammad bin Ishaq, Qatada, As-Sudi und Abdurrahman bin Said bin Aslam sagten, dass die vier Monate, die in dieser Aya erwähnt werden, die viermonatige Gnadenfrist sind, die in der früheren Aya erwähnt wurde. Reisen sie also vier Monate lang frei durch das Land. Allah sprach als nächstes: Wenn also die heiligen Monate vergangen sind, was bedeutet nach Ablauf der vier Monate, in denen wir euch verboten haben, gegen die Götzendiener zu kämpfen, und das ist die Gnadenfrist, die wir ihnen gegeben haben, dann bekämpft und die Götzendiener, wo immer ihr sie finden könnt. Allahs Aussage als nächstes, jetzt pass mal auf, daran merkst du, dass der islamische Staat die absolut heftigste Gruppe des Islams ist. Dann bekämpft die Muschikin, wo immer ihr sie findet, bedeutet auf der Erde im Allgemeinen. Siehst du das? Ja. Verstehst du jetzt, warum man den Islam bekämpfen sollte und aufhalten sollte und alle Muslime warnen? Ich mache tatsächlich das selber. Also ich habe muslimische Freunde. Ich rede immer mit denen in der Schule und so auch von Videos, was du machst. Und das ist so krass. Sie können das alle nicht glauben, was selber in ihren eigenen Büchern steht. Und sie sind so geschockt immer. Ja. Was dem Ganzen noch einen draufsetzt, musst du mal in Sure 47, Vers 4 lesen. Du kannst hier auf alim.org gehen, das kannst du alles machen, jeder kann das machen. Das Internet steht uns ja zur Verfügung. Die Muslime stellen ja alles zur Verfügung, das ist ja das Kranke, ne? Ja, das wäre meine Frage gewesen. Ich danke dir, ja. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Gott segne dich auch. Kannst du mich rausschmeißen? Ja. Guck mal, der Typ, was der sagt. Islam wurde damals angegriffen und Muslime unterdrückt. Das Vers, um sich selber zu verteidigen. Salam alaikum. Alaikum salam. Gott segne dich. Möge Allah auch dich recht leiten, inshallah. Wie geht's dir? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, ich habe eine Frage an dich, Rami, ja? Wie ist es eigentlich denn gekommen, dass du Interesse an dem Christentum hast? Ich habe die Wahrheit in Jesus Christus gefunden. Und habe mich mit den beiden Schriften auseinandergesetzt, sowohl mit Koran, Sunna als auch mit der Bibel, ne? Okay. Weißt du eigentlich, meine Liebe, dass der Islam, beziehungsweise der Allah im Koran sagt, dass du... Ja, aber sagt dein Jesus und Christus, dass du auch andere Menschen schlecht darstellen sollst? Menschen nicht, aber Ideologien und oder Religionen. Oder die anderen Religionen? Ja. Also dein Jesus und Christus sagt dir, dass du den Islam schlecht reden darfst. Natürlich. Weltanschauung, Religionen, alles. Istaghfirullah. Wie Istaghfirullah. Also das heißt, wenn dein Gott Allah zum Beispiel die Juden, Christen und alle Andersgläubigen beleidigt, dann würdest du den Islam verlassen? Wie bitte? Wenn Allah die Juden und Christen und alle Andersgläubigen beleidigt, verlässt du den Islam? Aber wieso? Er beleidigt doch die nicht. Soll ich dir das zeigen? Ey, ich weiß nicht, was für eine Scheiße du immer liest da. Okay, hast du einen Koran bei dir? Ich habe einen Koran bei mir, aber ich habe noch nie in dem Koran sowas gelesen, dass er andere Religionen beleidigt. Okay, hol mal bitte deinen Koran. Ich hole gerade nicht meinen Koran raus, weil ich muss mich dafür vorbereiten. Ich weiß, du hast Angst, das ist das Problem. Wieso soll ich denn Angst haben? Ja, es kann ja sein, dass ich doch recht habe und auf einmal du guckst, okay, oh. Okay, zeig mal mir, wo du das gelesen hast. Das, was ich dem Amir gerade vorwerfe, mein eigener Gott macht das ja, das ist ja peinlich. Warum komme ich überhaupt hier hoch und stelle ihm überhaupt so eine Frage? Bin ich eigentlich dumm?
Voila, das ist nicht schön, was du machst. Hör mal auf damit, ja. Leb doch deine Religion, wie du willst, aber mach uns den Islam nicht schlechter. Ach so, aber wenn der Allah die Leute schlecht macht, das ist dann in Ordnung, ne, meine Allah Liebe? Estafullah, was hat denn Allah schlecht dargestellt? Hol mal bitte deinen Koran her. Nein, zeig mir mal, du, was du liest. Dann hole ich mal den Koran her. Du hast nicht einmal ein Koranvers in deinem Leben gelesen, ey. Was hältst du denn von einem Gott, der sagt, dass man Frauen wegboxen darf? Also, ich weiß nicht, was du liest wirklich. Weißt du, was ich lese? Du bist Marokkanerin, ne? Nee, ich bin eine Kurdin. Ach, Kurdin bist du? Ne? Noch schlimmer, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kannst du Kurdin und Muslimin sein? Das ist doch Wahnsinn. Dein Volk wurde doch unterdrückt durch die Muslime. Ich liebe meine Religion. Ich liebe den Islam. Voilà. Ja, die haben dir das aufgezwungen. Wie kannst du eine Religion lieben, die deine Vorfahren weggehämmert haben? Also ich lerne, erst neulich kommt sowas seit ein paar Monaten auf TikTok, so eine Blödsinn wie so eine Sachen höre ich erst mal in meinen 26 Jahren. Ja, zeig mal, was du da liest. Ja, einen Moment, ich zeig's dir. Einmal. Uno momento. Was bist du, Kurmanji? Es ist Kurmanji, Are. Kurdi Kurmanji, Are, ja? Wasche, Chitki, eh? Ja, Chode, Tadriche, Durbrücke. Ich kann kein Kurdisch, aber es hört sich sehr ähnlich an wie Persisch, ja? Ja. Guck mal hier. Ich habe gesagt, auf Kurdisch möge Allah dich recht leiten. Ja, nee. Allah ist ein Schienbein. Allah kann niemanden recht leiten. Guck mal hier. Sura An-Nisa, die Frauen, An-Nisa, Vers 34. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat. Und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben, darum sind die rechtschaffenen Frauen Allah demütig ergeben und hüten das zu Verbergende, weil Allah es hütet. Und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Was ist das für ein Gott, meine Liebe, der sagt, dass wenn du Widerspenstigkeit, wenn der Mann Widersetzlichkeit so befürchtet, nur wenn er befürchtet, guck mal hier, wenn er nur befürchtet, dann darf er dich. Wie heißt nochmal dieser Vers? Also in welcher Sura ist das denn? Sura An-Nisa, die vierte Sura. Ich habe mal so ein ähnlich eine Sura gelesen, aber das ist nicht so gemeint. Also in meinem Koran habe ich auch so eine Sura gelesen, aber... Guck mal hier, der arabische Text wird auch direkt übersetzt, das ist das Gute. Siehst du? Und schlagen sie. Weil die schlagen sie. Das wird nicht aber so gemeint, du hast es falsch verstanden. Okay, kein Problem. Hat Mohammed denn seine Frauen geschlagen? Wie ich weiß... Also ich habe den Propheten gelesen. Ich weiß nicht, also ich weiß ja nicht, was du gelesen hast. Aber den von dem Propheten des Lebens kann ich dir mal vor. Warte mal, ich habe den Buch. Ich hol den mal raus. Ach, auf einmal rennst du los und holst das Leben von Mohammed raus. Aber Koran von deinem eigenen Gott holst du nicht raus. Ne? Von Allah, aber für muss ich Teilweichung machen, weil es ist ein heiliges Buch, den darf man nicht einfach so anschauen. Wie, du? Das ist doch nicht der arabische Koran, das ist doch eine Übersetzung. Ich habe von Mohammed das Buch auf Deutsch. Den kann man so lesen. Warte mal kurz. Ah, ich hol den mal raus. Wo ist denn der? Ich habe auch Islamethik, Hadithen von Mohammed, das Leben. Warte mal. Gehen wir was mal ist mit durch. Deiner Stimme los? Hast du geraucht oder was ist da passiert? Ich bin erst erkältet, aber. Warte kurz.
Selbst dem Propheten Ayub, im Koran, in Sura 38, Vers 44, wurde erlaubt, seine Frau wegzuboxen. Er wurde befohlen, ein Bündel Gras in die Hand zu nehmen und seine Frau damit zu züchtigen. Guck mal hier, Mohammed boxt sogar seine Frau. Guck mal hier, seine Kindsfrau. Wo sind wir hier? Sahih Muslim, Buch 4, Hadith 2, 1, 2, 7. Ihr Muslime, ihr seid am Ende. Ihr könnt nichts. Nichts. Ihr seid nicht in der Lage, das Internet zu nutzen, um herauszufinden, wer Mohammed war. Ich bin wieder da. Warte ganz kurz, guck mal hier. Der hat seine kleine Kindsfrau geschlagen. Guck mal. Warte mal. Gesandter Allahs, mögen mein Vater und meine Mutter Lösegeld für dich sein. Guck mal. Und dann erzählte ich ihm die ganze Geschichte. Er sagte, war es die Dunkelheit deines Schattens, die ich vor mir sah? Ich sagte, ja. Er schlug mir auf die Brust, was mir Schmerzen bereitete. Und sagte dann, hast du gedacht, dass Allah und sein Gesandter ungerecht mit dir umgehen würden? Schau dir das mal an. Ein 53-jähriger Mann schlägt ein 9-jähriges Kind. Warte mal. Ich habe jetzt das Buch in meiner Hand. Was willst du über Mohammed wissen? Schau dir das mal an. Seine letzte Mohammeds Abschiedspredigt, was die Muslime an ihre Frauen zu schlagen haben. Guck mal hier. Aber nicht hart. Guck mal, selbst in seiner Abschiedspredigt musste er da über diese Erniedrigung von Frauen reden. Guck mal hier, Suleiman ibn Amr ibn al-Ahwas überlieferte Ubay, erzählte mir, dass er Zeuge der Abschiedsrede des Propheten war. Er dankte Gott und lobte ihn und fing an zu predigen, indem er sagte, ich befehle euch Wohlwollen für eure Frauen, denn sie sind Gefangene von euch, die nichts besitzen, es sei denn, sie begehen eine offenkundige Obszönität oder Ehebruch. Wenn sie es tun, dann hat Gott dir die Erlaubnis gegeben, sie allein in ihren Betten zu lassen und ihnen eine erträgliche Trachtprügel zu geben. So, Amir, guck mal, ich habe jetzt schon dem Propheten das Leben. Schau dir mal das Vorbild von 1,6 Milliarden Menschen an. Und da hast du so eine gehirngewaschene Hannah Hansen, die sagt, ach, ich liebe den Islam. Islam ist so schön. Das ist so eine tolle Religion. Ich liebe meinen Islam, egal was du sagst. Du bist doch gehirngewaschen im Kopf. Das ist das Problem. Du liebst deinen Islam. Ne? Geh mal bitte schlafen. Also, komm, bitte. Ich habe keinen Nerv für so einen Blödsinn. Ich liebe meinen Islam. Die sieht, dass der sagt, dass man die Frauen eine Tracht Prügel geben sollte. Und er sagt, ich liebe meinen Islam. Seht ihr? Das ist denen egal. Es geht nur um die Leute, die Gehirne haben. Die muss man erreichen. Nun, denn ihr Leute, ihr habt ein Recht auf eure Frauen und sie haben ein Recht auf euch. Ihr habt das Recht, dass sie niemand, den ihr nicht leiden wollt, veranlassen, eure Betten zu betreten und dass sie keine offene Unanständigkeit Fahisha begehen. Wenn sie es tun, dann erlaubt ihr Gott, sie in getrennten Räumen zu sperren und sie zu, aber nicht schwer, aber man darf sie trotzdem wegboxen. Jetzt pass mal auf, was ist denn nicht schwer in den Augen von Mohammed? Überliefert von Abdullah bin Sama, der Prophet sagte, keiner von euch sollte seine Frau auspeitschen, wie er einen Sklaven auspeitscht und dann am Ende des Tages Verkehr mit ihr haben. Absolut krank. Überliefert von Abdullah bin Sama, der Prophet verbot es, über eine Person zu lachen, die Wind verströmt, also wenn jemand furzt, und sagte, wie kann jemand von euch seine Frau schlagen, wenn er den Hengst Kamel schlägt? Und dann kann er sie umarmen, mit ihr schlafen. Und Hisham sagte, wie er einen Sklaven schlägt. Mohammed billigte stillschweigend schwere Schläge, ignorierte den Missbrauch
von Frauen. Guck mal hier. Überliefert von, das ist der berühmte Hadith mit den grünen Flecken, ne? Als der Muslim seine Frau windelweich geboxt hat, ne? Und Mohammed überhaupt nichts dagegen unternahm, ne? Absolut krank. Absolut krank. Vielleicht kann uns Ghost ja helfen. Servus. Gott segne dich und deine Familie. Guck mal hier, wie Mohammed das Stillschweigen billigt, dass der Rifa den seine Frau wegboxt. Guck mal hier. Überliefert von Ikrama. Rifa ließ sich von seiner Frau scheiden, woraufhin Abdurrahman bin Az-Zubair al-Quraysi sie heiratete. Aisha sagte, dass die Dame mit einem grünen Schleier kam und sich bei ihr Aisha über ihren Mann beschwerte und ihr einen grünen Fleck auf ihrer Haut zeigte, der von Schlägen herrührte. Es war die Gewohnheit der Frauen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und als Allahs Gesandter kam, sagte Aisha, ich habe noch keine Frauen gesehen, die so sehr gelitten hat wie die gläubigen Frauen. Siehst du, wie die Lage sich der Frauen verändert hat, als Mohammed Prophet wurde? Schau, ihre Haut ist grüner als ihre Klamotten. Hast du was Ekelhafteres und Verstörenderes als das gesehen? Jetzt pass mal auf, jetzt denkt man sich so, okay, jetzt ist Mohammed derjenige, der den Typen zur Rechenschaft zieht, weil er seine Frau weggeboxt hat. Guck mal jetzt, als Abdurrahman hörte, dass seine Frau zum Propheten gegangen war, weil sie wollte ihr Recht holen, kam er mit seinen beiden Söhnen von einer anderen Frau. Sie sagte bei Allah, ich habe ihm nichts Böses getan, aber er ist ohnmächtig und so nutzlos für mich, wie dieser Abdurrahman hielt und zeigte die Fransen ihres Gewandes und sagte bei Allah, o Gesandter Allahs, sie hat gelogen. Ich bin sehr stark, also hier geht's um die Potenz, und kann sie befriedigen, aber sie ist ungehorsam und will zurück nach Rifa. Allahs Gesandter sagte zu ihr, wenn das deine Absicht ist, dann wisse, dass es für dich ungesetzlich ist, Rifa wieder zu heiraten, es sei denn, Abdurrahman hat Verkehr mit dir gehabt. Da sah der Prophet zwei Knaben mit Abdurrahman und fragte ihn, sind das deine Söhne? Daraufhin sagte Abdurrahman ja. Der Prophet sagte, du behauptest, was du behauptest, das heißt, dass er impotent ist, aber bei Allah, diesen Jungen gleichen ihm wie eine Krähe einer anderen Krähe gleicht. Der Typ wurde nicht zur Rechenschaft gezogen von Mohammed. Der boxt seine Frau grün und diese Haut ist grüner als ihre Klamotten und Mohammed verurteilt den Mann noch nicht mal. So wahr ich hier sitze unter der Scharia. Kommt der Tag, an dem die Muslimas unter der Scharia leben, wirst du das hässliche Gesicht des Islams sehen. Und dann werden die Frauen sehen, was der Islam ist. Jetzt in Europa haben die einen gehirngewaschenen Islam bekommen. Sobald der Islam hier nach vorne kommt, sind die dran. Alle, allesamt, die dürfen nicht mehr das Haus verlassen. Wirst du sehen. So, Amir. Ja. Du zeigst zwar die Hadithe, Sahih Bukhari etc., aber kannst du mal bitte sagen, aus welcher Homepage du das Ganze vorliest? Ja, Wiki Islam. Wiki Islam. Was steht denn hier? Das ist richtig, aber du liest ja von irgendeiner Homepage, gerade? Oder? Schämst du dich gerade? Okay, warte ganz kurz. Kein Problem. Ich mach das ganz schnell für dich. Kein Problem. Guck mal. Guck mal bitte. Wir gehen auf sunna.com. Ist das besser für dich? Okay. Von Muslime für Muslime, okay? Weil du ja so gehirngewaschen bist und nicht gesehen hast, dass die Leute Quellenangaben angeben, werde ich dir das auch hier zeigen. Greener than her. Amir, du darfst hier eine Sache nicht vergessen. Die hat mach mir jetzt nicht einen auf Gehirnwäsche. Also wolltest du jetzt hier einen auf Dings machen? So, ne? Du musst auch andere aussprechen lassen, bitte. Ja? So. Die Hadithe wurden ein paar Jahre, nachdem der Prophet gestorben ist, erst geschrieben. Jetzt schämt er sich wieder. Okay? Das bedeutet, es gibt sowohl bei den angeblichen Hadithen Gibt es Verfälschungen? Ja? Um den Islam schlechter zu machen, das waren die Islamgegner, die damals die Hadithe gefälscht haben.
Upsi. Das darf natürlich. Ich auch sagen. Sahih Bukhari hat natürlich eine Agenda gegen Mohammed. Er liebt zwar Mohammed, aber er hat eine Agenda gegen ihn. Das waren ihn, die Orientalistiker, die damals... Schande auf dich haben. Und dein Auffassungsvermögen, sage ich nur. Das ist das. Kollege, aber du musst mir mal... Schande auf dich und dein Auffassungsvermögen, sage ich dir. Was ist denn dein Ziel? Mein Ziel ist, dein Gehirn wieder auf Normalmodus zu bringen. Du kannst mein Gehirn nicht auf normal machen. Weißt du auch wieso? Weißt du auch wieso? Weil das zu viel Kamelurin drin ist, deswegen. Unglaublich, ne? Da sagt er, auf welcher Seite bist du denn gerade? Auf einmal zeige ich ihm, möchtest du, dass ich dir auf die Internetseite der Muslime gehe? Kein Problem. Finden wir auch da. Ihr Elenden. Was macht ihr nur? Was macht ihr nur? Ihr seid Verteidiger von Finsternis. Wearing a green veil and complained to her, Aisha, of her husband and showed her a green spot, eine grüne Stelle on her skin, auf ihrer Haut, caused by beating, verursacht durch Schlagen. It was the habit of ladies to... support each other, so wie ich das gerade vorgelesen habe. So when Allah's Messenger came, Aisha said, I have not seen any woman suffering as much as the believing woman. Look, her skin is greener than her clothes. Siehst du? Ihr seid am Ende. Das ist das Problem. Ihr seid am Ende. Ihr seid am Ende. Ihr seid am Ende. Ihr habt euren geistigen Zustand ist dermaßen kaputt, das kann sich keiner vorstellen. Ja. Sahih Bukhari 5825. Habt ihr gesehen, als er dann auf einmal sehen musste, dass es sich doch auf der Seite befindet, hat er gesagt, ja, aber wann kamen die Hadithe? Die Hadithe kann man auch so und dies. Und kennt ihr diese Ausreden? Und da war mir alles klar. Hab ich gesagt, okay, der schämt sich gerade in Grund und Boden. Du hast doch bestimmt selber diese Bücher geschrieben oder so, ne? Ja, natürlich, klar. Ich habe natürlich, bin dann zu den Leuten gegangen, habe ich gesagt, ja, Leute, ich möchte auch mitwirken. Ich bin der Verfasser von sunnah.com und ich kann auch in die Bücher von Milliarden von Muslime reingehen und kann auch die Buchreferenz angeben und so. Und ja, natürlich, Dr. Sheikh Abu Amir kann sowas, na klar. Ja, wer ist denn der Verfasser Schämst von dieser Seite? Schämst wer ist denn der Verfasser dieser Seite? Das sind Muslime, die das ins Internet stellen und sagen, das befindet sich in eurem Buch. Muslime oder angebliche Zionisten? Ja. Ihr seid so am Ende. Seht ihr, Lieben? Seht ihr, was hier abgeht jetzt? Habt ihr das gesehen? Die Gehirnwäsche, wie das funktioniert? Ja, du machst hier Gehirnwäsche mit irgendwelchen Menschen. Habt ihr das Menschen, gesehen? Habt ihr das gesehen? Glauben, dass der Islam so live ist. Vor euren Augen. Sie sagt, das sind Zionisten, die Abusai Bukhari. Das sind auch Zionisten, genauso wie du einer bist. Habt wahrscheinlich von den Zionisten engagiert, damit du solchen Scheiß laberst. Natürlich, klar. Damit ich scheiß laber, was aus dem Bukhari steht und was dein Prophet gesagt hat. Das ist krank. Das ist krank, ihr Lieben. Heftig, ne? Das ist heftig. Das ist einfach nur, ja. Die können es nicht ertragen, dass es wirklich sowas gibt, ne? Leute, komm. Die 1 Million machen wir jetzt voll. Komm. Wir müssen wieder auf irgendwelche Beliebtheitsgrad kommen. Hallo? Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Kennst du diesen TikToker Imad? Nein. Den nennt man auch Dajjal Umayrat. Keine Ahnung, was ist der? Ist das ein Typ? Ja, du kannst gerne Moslem bleiben, aber es gibt genügend Muslime, die ihr Gehirn wieder zurückbekommen wollen. Ihre geistliche Freiheit. Du kannst gerne bei Al-Ikrimbic bleiben.
Hallo? Hallo? Moin, ich hätte mal ein paar Fragen, ja? Bist du bereit? Nein. Nein. Warum nicht? Ich habe keine Lust. Boah, warum nicht? Ich bin sehr, sehr müde. Echt? Ja, von dieser ganzen Frauenschlägerei, Frauenprügel-Religion habe ich sehr, sehr, muss ich sehr, sehr, ja, habe ich sehr, sehr, ja, steht mir ein bisschen hoch. Genau, da findest du gar nicht mehr die Worte, ne? Da finde ich gar nicht mal. Da finden sie gar nicht mehr die Worte, wenn die Rebecca, die noch eine Arme hat, einfach durchgenagelt wird. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen. Dankeschön, danke dir. Und das danke dir, danke dir. Immer wieder redet. Ami, traust du dich mit Iman TV jederzeit? Bring mir dein Iman TV. Sertaj, der sagt, selbst wenn es im Koran steht, dass Jesus Christus Gott ist, würden wir es niemals glauben. Wen die da auch noch empfehlen. Unglaublich. Peinliche Freaks, ey. Hallo? Hallo, meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Hi. Du, ich habe eine Frage. sagt die Jesiden was? Ja. Und wie stehst du zu Jesiden? Die müssen zu Jesus Christus kommen und ihre Schuld vor ihm bereuen. Und von neuem geboren werden und ihre Schuld, die sie im Leben angehäuft haben. Nochmal bitte? Ihre Schuld, die sie im Leben angehäuft haben. Ja. Du, ich und die gesamte Menschheit ist auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Gott hat aber einen Plan entwickelt, wie wir gerettet werden, und zwar durch den Herrn Jesus Christus, der als Gott sich entschlossen hat, menschliche Form anzunehmen, um für unsere Schuld zu bezahlen, meine Liebe. Das ist richtig, das sehe ich auch so. Ja, dann siehst du, bist nicht weit entfernt. Nee, das stimmt, das bin ich echt nicht. Ja, vielleicht möchtest du jetzt den Herrn Jesus Christus annehmen. Nee, ich muss mich noch darüber informieren oder beziehungsweise muss ich 1000% sicher sein. Und was hindert dich denn noch daran, eine Entscheidung für ihn zu treffen? Ist er nicht das schönste Vorbild aller Zeiten? Hat er nicht die schönsten Worte gesprochen? Hat er nicht ein heiliges Leben gelebt? Ein heiliges Leben gelebt, ja, aber seine Worte kenne ich nicht. Nicht alle seine Worte. Nicht alle seine Worte kennst du? Mhm. Ich zeig dir mal ein wundervolles Wort von ihm. Wir lesen zusammen. Mhm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er von ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, für dich, mich und die gesamte Menschheit. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Ich bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne.
ich lasse mein Leben für die Schafe. Siehst du, wie wundervoll der Jesus Christus ist? Aus Liebe heraus lässt er sein Leben für dich, mich und alle anderen. Und ich habe noch andere Schafe. Du, ich und die gesamte Menschheit. Die noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Also eine Menschheit und ein Gott. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Wie ich euch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Wer, ihr Lieben, kann uns nur ewiges Leben geben? Sagt es mir. Können Propheten oder gewöhnliche Menschen uns ewiges Leben geben? Auf gar keinen Fall. Dankeschön. Wer kann uns ewiges Leben geben, meine Liebe? Ja, nur der Gott. Was behauptet Jesus hier gerade? Dass er uns ewiges Leben gibt. Wer gibt uns ewiges Leben? Also ich finde nur der Gott. Okay, was behauptet Jesus hier gerade zu sein? Dass er ewiges Leben gibt. Und wer gibt uns ewiges Leben? Ja, Jesus oder was? Ja, wer gibt uns ewiges Leben? Gott. Was behauptet Jesus hier zu sein? Er behauptet, Gott zu sein. Sehr gut, sehr, sehr gut. Denn nur Gott allein gibt ewiges Leben, richtig? Mhm. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins, eins im Wesen. Kann ein Prophet oder ein gewöhnlicher Mensch sagen, ich und Gott sind eins? Oder ist das Blasphemie? Also laut dem Islam auf jeden Fall. Aha, sehr gut. Denn das würde sich kein Muslim oder irgendein Prophet trauen, so einen Satz zu sagen. In gar keiner Hinsicht. Ich und Allah sind eins? Ich glaube, die Muslime würden dich massakrieren, wenn du sagst, ich und Allah sind eins. Mhm. Ist so, das stimmt. Jetzt pass mal auf die Reaktion der Juden. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Dankeschön. Da siehst du mal, der Herr Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Und er redet zu dir und er spricht zu dir, meine Liebe. Komm zu mir, ich bin dein Hirte. Du musst mir all deine Schuld geben. Du musst hier in diese Herde reinkommen. Danke, Cousins. Komm hier in meine Herde rein und lass dich von mir führen. Ich bin der Hirte. Guck mal hier, meine Liebe. Pass mal auf, wie David den Herrn nennt. Guck mal. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. 1000 Jahre vor Jesus Christus sagt David, Davut, sagt,
Der Herr ist mein Hirte. Wer ist der Herr? Gott ist mein Hirte. Was sagt Jesus Christus? Ich bin der gute Hirte. Wahnsinn, ne? Ja, das stimmt. Wer ist Jesus Christus? Der gute Hirte. Und wer ist der gute Hirte? Jesus Christus. Gott. Ach Gott, okay. Ja. Deswegen sagt der Jesus Christus, kommt her, alle, die ihr mühselig seid, und ich will euch Ruhe schenken. Deswegen, jeder Mensch braucht Vergebung seiner Schuld. Wenn wir also ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod gehen, so werden wir für all unsere Schuld selber bezahlen müssen und wir werden an einen Ort gehen, der schlimmer nicht sein kann. Deswegen sage ich dir, wenn du heute die Stimme des Herrn Jesus Christus hörst und du hast seine Stimme gehört durch das Evangelium, komm und bereue deine Schuld vor ihm. Beuge deine Knie vor ihm. Gott, die ganzen Islamisten, ey, die hier reinschreiben, regen gerade einen auf. Ja, ist ja nicht schlimm. Du sollst ja nicht auf die Kommentare achten. Du sollst auf die Worte achten, die der Herr dir in dein Herz spricht. Ja, ist ja keine Entscheidung, die man auch von heute auf morgen trifft, ne? Aber damit du weißt, dass der Herr Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der auf diese Erde kam, um für deine Schuld zu bezahlen. Denn er sagt, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Vollmacht, es zu nehmen und es zu geben. Hammer, ne? Kann ein Prophet so reden, dass er Gewalt hat über Leben und Tod? Mensch, der Prophet kann nur sagen, ja, schlagt eure Frauen oder tötet andere Menschen. Okay, meine Liebe, ich hoffe, ach, guck mal, jetzt habe ich sogar eine Leitsichtbarkeit-Einschränkung bekommen. Guck mal, heftig. Tja. Ich hoffe, ich konnte dir soweit helfen, meine Liebe. Ja, danke dir auf jeden Fall. Gott segne dich, meine Liebe. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, betet für sie, ne? Leute, komm, die 1 Million knacken wir, komm. 3, 2, 1, jetzt machen wir richtig Dampf hier. Richtig, richtig Dampf. Alles mal 4, genau. Danke, Mina. Danke, Sabrina. Danke dir. Ihr wundervoll. Vielen lieben Dank. Danke für alles, was ihr für mich macht. The love of the yeah, brothers and sisters. Yeah? Dankeschön, danke, wundervoll. Der beste Poker, was ist das? Vielen Dank. Hallo? Hallo. Ja, sei mir gegrüßt. Ich bin Atheist, ne? Also ich bin Moslem, 15 bis 17 Jahre, bin jetzt 24. Moslem und jetzt bist du Atheist. Ja, ich bin Atheist. Und meine Frage wäre erstmal, was ist denn dein Ziel? Also geht es dir erstmal nur darum, dass die Leute nicht an den Koran glauben sollen oder geht es dir nur darum, dass sie halt ja zu Jesus kommen sollen, in Anführungsstrichen. Genau. In erster Linie geht es um die Aufklärung über den Islam und ich gebe ihnen eine Alternative und stelle das klar, was der Koran falsch über den Herrn Jesus Christus wiedergibt und die Bibel. Ne? Du weißt ja, dass der Allah sehr, sehr komische Dinge sagt gegenüber der Bibel und wir sehen zunehmend auch im Koran, dass der Allah den Juden und Christen und alle Andersgläubigen so droht und bei Nichteinhaltung Allahs Worten er seine eigenen Anhänger dazu befähigt, Juden und Christen dann auch dementsprechend zu bekämpfen, Nacken zu therapieren und Schutzgeld zu erpressen. Ne? Das hat nichts mehr mit einer normalen Religion zu tun. Also ich kenne mich jetzt nicht so gut mit dem Christentum oder mit der Tora aus. Aber nach meines Verständnis ist ja quasi die Tora der erste Buch, ne? Von denen sich dann quasi die Christen ableiten, ne? Weil die Tora ja für die Juden ist. Und 700 Jahre später sagt ja der Koran, dass er quasi die Fortführung wäre. Aber dass halt der Christentum verfälscht sei und deswegen es halt einen Koran gibt. Was ich mich da halt immer frage ist, weil jeder sagt zwar immer verfälscht, aber wenn man dann fragt, was verfälscht worden ist, gibt es keine Antwort. Also weißt du, ja, genau, was verfälscht sein soll?
Nee, das ist ja das Problem, was wir haben. Ne? Aber wir wissen, dass der Koran komplett verfälscht wurde und korrumpiert wurde. Ich wollte das ja komplett machen. Guck mal hier, ich habe eine ganze PowerPoint-Präsentation erstellt. Die komplette Verfälschung des Korans. Siehst du das, diese ganzen Sachen, die hier sind? Alles wollte ich mit den Leuten hier durchgehen. Ich habe alles parat. Mhm. Ich habe alles da. Das ist ein riesen Spektakel, wollte ich den Leuten zeigen, ne? Aber ich kam nicht dazu. Ich möchte nicht irgendwie unhöflich klingen oder so. Also ich stimme dir auf jeden Fall dazu, ne, wenn es darum geht, dass der Koran, zumindest in meinen Augen, ne, bin ich auch der Meinung, dass er die Menschen gewaltbereiter macht, ne? Ich sag mal so, je weiter du halt in den Süden schaust, ne, Richtung Türkei und so weiter und so fort, ne, siehst du halt, dass die Menschen, wo teilweise, also die Scharia wird wirklich in wenigen Ländern ausgelebt und auch dort heißt es ja dann immer, ja, die leben das ja nicht richtig aus, aber wenn man dann darauf schaut, wo es schon Länder gibt, wo die Scharia zum Beispiel in Iran ausgelebt wird, ne, was da halt für, ich nenne es mal, kranke Moralvorstellungen existieren, kann ich den Koran nicht für gut heißen, so. Selbst wenn im Koran nichts Schlimmes drin steht, wenn die Menschen aufgrund des Korans gewaltbereit sind und andere Menschen schlagen oder Gewalt zufügen, ne, ist für mich der Koran auf jeden Fall falsch. Guck dir das mal bitte an. Das ist das Problem, was die Muslime haben. Ha! Kamehameha, guck mal. Also ist egal, ob... Wisst ihr, guckt ihr das mal bitte an. Die Muslime, die hier in Europa leben, die sind auch nicht sicher. Auch wenn sie die Schahade aussprechen, beten und alles Mögliche machen. Nein, ihr Blut ist nicht geschützt. Guckt ihr das mal bitte an. Auch das Blut und der Besitz von Muslimen, die das Glaubensbekenntnis sprechen, aber nicht danach handeln, so wie die eure Shisha-Muslime, ist nicht geschützt. Auch die Banu Hanifa wurden von Mohammeds Gefährten, obwohl sie das Glaubensbekenntnis sprachen, beteten und Pilgerfahrt abhielten. Ebenso die Ali ibn Abi Talib, Vetter Mohammeds, mit Feuer verbrennen ließ, weil sie zwar das Glaubensbekenntnis sprachen, aber sie handelten damit verbundenen notwendigen Glaubensgrundsätzen zuwider. Und damit auch ja keiner glaube, dass es dann zum Beispiel den Juden besser ergehen könnte, wird noch herausgestellt, dass Mohammed persönlich diese bekämpfte, viele und versklaven ließ. So beschreibt es der Gelehrte Mohammed bin Abdul Wahab, gestorben 1792. Und hier ist der Text, dass die Muslime das selber lesen können, die Arabisch sehen, lesen können. Ja, ich kann leider kein Arabisch. Ich habe den Koran auf Deutsch gelernt und auf Türkisch. Ihr könnt einen Screenshot davon machen. Das wollte ich auch alles zeigen noch. Aber was mich halt zu meiner Frage, also worauf ich, also was ich halt fragen möchte, ne, ich sehe Jesus genauso wie Allah halt als Tyrann an, weil wenn ich halt mir vorstellen würde, dass die Menschen wären, ne, und ich einfach das mir anschaue, was sie halt gesagt haben, wie dass die Menschen, die halt nicht an ihn glauben, halt in die Hölle kommen, dass sie leiden werden, dass er sein Gutes nur mit Menschen quasi teilt, die ihm folgen, klingt das für mich halt tyrannisch, weil die ja quasi regieren mit Angstvorstellungen. Weißt du, was für mich tyrannisch klingt? Hm? Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Der eine Gott, der sagt, ich sage dir als Atheist, guck mal hier, welche von diesen beiden Perspektiven gefällt dir mehr? Gott, der Allmächtige, sagt zu dir, ich gebe dir die Möglichkeit, aus Liebe heraus eine Entscheidung für mich zu treffen und du bist aus Gnade errettet. Du kannst dir nicht aus Werken heraus das ewige Leben verdienen. Ich habe für dich alles vorbereitet, du musst nur Ja zu mir sagen und du wirst gerettet werden, weil ich dir keinen komplizierten Weg mache. Oder du entscheidest dich für die zweite Variante, dass dieser Gott sagt, du musst aus eigenen Werken heraus 50 Milliarden Mal beten, Pilgerfahrt machen, dies, das machen, jenes machen. Am Ende sagt er noch zu dir, vielleicht werde ich dir vergeben, obwohl du das alles getan hast. Verstehst du? Und das Schlimme kommt dann noch dazu, dass wenn auf einmal die Anhänger dieser Religion die Mehrheit bilden, mit einem Schwert an deinen Nacken stehen und sagen, entweder du glaubst an das, was wir glauben, oder du gehst in die Ewigkeit. Welches von den beiden ist besser? 72 Jungfrauen. Nein, Spaß. Ja. Also klar, da würde ich erstmal fragen, gibt es denn richtige Regeln, die ein Christ quasi befolgen muss? Also sowas wie halt fünfmal beten, wie du ja gesagt hast bei den Muslimen. Der Christ muss ununterbrochen beten. Jakobus 5, 16. Denn das Gebet des Gerechten ist, also bringt viel, wenn es ernstlich ist. Ne? Er soll ununterbrochen beten. Die Christen, die beten am Tag mehrere zig Male. Das ist unglaublich.
Gibt es da noch irgendwie andere Sachen, die man halt machen muss? Also ich glaube zum Beispiel, man darf ja zum Beispiel nicht... Nein, du kannst dir das Himmelreich nicht aufgrund deiner Taten verdienen. Das ist ein Geschenk. Nein, verstehe mich nicht falsch. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass ich halt das ewige Leben oder so, sondern mir geht es darum, also ich sehe halt Religionen als moralische Kompasse für Menschen, ne? Nach einer Moralvorstellung, nach der man sich richtet. Und wie du ja zum Beispiel zum Islam gesagt hast, die dürfen, also ich glaube, die Christen dürfen ja auch kein Schweinefleisch essen und fünfmal beten. Das hat der Herr im Alten Testament seinem Volk als Reinheitsgebot gegeben, bis der Messias kommt. Mhm. Du darfst die alten, also die Gebote im Alten Testament, das Gesetz, das mosaische Gesetz, nicht mit dem Neuen Testament vermischen. Gott hat Heilszeiten, die er einsetzt, also beziehungsweise einhält und verschiedene Bünde mit Menschen eingeht. Verstehst du? Das ist die Bibel. Ein sehr, sehr komplexes Buch von einem sehr, sehr wundervollen Autor. Nämlich Gott. Also gibt ja, wie viele Autoren gibt es eigentlich? 40, glaube ich, oder so, ne? 40 Autoren auf drei Kontinenten. Ne? Das ist ein sehr, sehr heftiges Buch. Sehr, sehr brutal, wundervolles Buch. Der wahrhaftige Gott und das ewige Leben, der über 3268 Prophezeiungen schon erfüllt hat durch sein Wort. Also mir geht es ja nicht um das ewige Leben und ich weiß auch nicht, ob ich anders, also ich glaube nicht an das ewige Leben. Hast du keine Angst, dass du in der Ewigkeit Konsequenzen tragen wirst für deine Taten, die du hier auf der Erde getan hast? Meinst du, die geht in Ewigkeit verloren, dass du andere Menschen angelogen hast, dass du sie vielleicht auch bestohlen hast, dass du hier und da mal mörderische Gedanken hattest und so? Meinst du, das geht alles vorüber oder meinst du, es gibt eine irdische Instanz, die darüber wacht, was du hier so machst? Ich glaube ja an die Wissenschaft. Ich glaube daran, dass jegliche Handlungen andere Handlungen quasi beeinflussen werden. Ne? Man sagt ja, egal was passiert, ne, Energie geht niemals verloren. Ne? Beispielsweise, wenn ich dir jetzt irgendeine Scheiße laber oder sonst was, ne, du das jetzt beispielsweise weiterträgst oder du zum Beispiel dein Wesen dadurch veränderst oder so, beispielsweise, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, glaub jetzt an irgendetwas, du glaubst jetzt daran, dann änderst du ja quasi deine Moralwerte. Verstehst du, was ich meine? Und das tust du ja wahrscheinlich an deinen Kindern weitergeben und so weiter und so fort. Und damit habe ich vielleicht mit ein paar Wörtern die komplette Zukunft verändert. So. Also ich glaube daran, aber ich glaube nicht daran, dass wenn ich sterbe, dass dann irgendwie ich ins Fegefeuer komme und dann entschieden wird, ob ich in die Hölle oder in den Himmel komme. Meinst du nicht, dass zum Beispiel Leute, die Frauen vergewaltigen, davonkommen, okay, die Menschen also, abschlachten und so, dass das alles so verloren geht? Meinst du, dass Gott lässt sowas zu? Wo ist also, da die Gerechtigkeit? Ich sag mal so, ich hoffe, dass Menschen das nicht zulassen, aber gerecht ist auf diesem Planeten, würde ich sagen, sehr, sehr wenig. Und man sieht ja, dass es viele Menschen gibt, die damit durchkommen. Siehst du, und es gibt Menschen, die zum Beispiel nicht von der Polizei erwischt wurden, aber von einer höheren Instanz gesehen wurden. Und sobald sie in den Tod gehen, werden sie für alles bezahlen, was sie hier auf der Erde getan haben. Da gebe ich dir Brief und Siegel darauf. Deswegen sagt der Herr auch zu allen Menschen, auch zu denen, die sowas getan haben, dass sie zum Herrn Jesus Christus kommen, ihre Schuld ablegen, von Neuem geboren werden und auf dem Weg zum ewigen Leben sind. Und Gott bietet ihnen ja die Gnade an, jedem Menschen. Gerade heraus können sie errettet sein, ne, weil der Sohn Gottes gekommen ist. Also, wie gesagt, ich beschäftige mich ja relativ, also einiges mit der Bibel. Ne? Da, also ich meine, es so verstanden zu haben, dass der Teufel mal Gott quasi besiegen wollte und in den Himmelreich wollte, aber von irgendeinem, also ich glaube, ich weiß nicht, wie der hieß, aber einer der vier Erzengel ihn aufgehalten hat. Und das halt auch, also dass das halt zeigen soll, dass der Teufel nicht mal stärker ist als der Erzengel und dass es eine Geschichte gibt, dass Gott den Teufel nicht töten kann oder nicht bezwingen wollte, weil wenn er ihn zu dem damaligen Zeitpunkt bezwungen hätte, würde quasi Adam in die Hölle gehen, weil er halt noch nicht rein gewaschen war oder so. Und da das ja alles schon passiert ist, frage ich mich halt, wann will denn Gott quasi den Teufel töten, wenn Adam doch schon längst im Himmel ist, schätze ich. Ich weiß nicht, wovon du gerade redest, aber guck mal, was Gott sagt. Das ist der Wille Gottes. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Welcher will, guck mal hier,
So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Siehst du? Mhm. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deswegen sagt er auch zu dir, du sollst nicht glauben, dass du einfach aus dem Nichts entstanden bist. Denn du weißt ja ganz genau, dass aus dem Nichts nichts entstehen kann. Also das ist ja völliger Blödsinn. Du kannst ja versuchen, mal eine Kiste zu nehmen und 8 Milliarden Jahre mal zu schütteln und zu gucken, ob daraus ein Radio wird oder was auch immer daraus wird. Ne? Ja, du wärst, da kannst du noch 80 Milliarden Jahre schütteln. Da wird du wirst lachen, aber es gibt Wissenschaftler, die genau das behaupten. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ne? Klar. Um das kurz zu fassen, ich weiß nicht, kennst du die Quantenphysik? Habe ich schon von gehört, aber nicht richtig. Man sagt, dass in Makrokosmos, ne, also die kleinste Raumebene, die es gibt, ne, also Quantenphysik herrscht und die Quantenphysik ist halt sehr abstrakt. Da wird gesagt, dass zum Beispiel Objekte kaputt und ganz gleichzeitig sein kann, dass ein Objekt quasi sich überall gleichzeitig befinden kann und dass aus nichts Materie auch entstehen kann. Das kann nicht sein. Aus nichts kann nichts irgendwas entstehen. Nichts ist da und kann nicht irgendwas entstehen. Das ist ja Quatsch. Wie erklärst du denn zum Beispiel, dass der Gott der Bibel tausende Jahre vorher etwas sagt und tausende Jahre später etwas eintrifft? Ja, schau mal. Das hast du ja eben auch gesagt, diese zwei Beispiele mit, zum Beispiel mit den Hirten. Stell dir mal vor, also ich weiß nicht wie, aber stell dir mal vor, ich lese dieses Buch, ne, tausend Jahre später. Ich könnte mich doch auch einfach als den Hirten dann bezeichnen und dann sagen, ja, es ist eingetroffen. Verstehst also du, kannst genau? Du kannst diese ganze Szene dahin tun, die Leute genau das, dass sie das so sagen, wie es genau da steht und alles mögliche, das kriegst du hin, ne? Es gibt viele, die lügen und es gibt viele, die für gewisse Lügen halt vieles gemacht haben. Merkst du, wie du dich auf einmal versuchst? Nein, aber guck mal. Du sagst doch selber, der gesamte Koran ist falsch, oder? Ja, wir haben es ja also bewiesen. Haben die sich ja ein sehr großes Lügenkonstrukt mit so vielen Menschen zusammengereimt. Warum sollte das nicht auch auf die Bibel zutreffen? Ich sehe es aus einer atheistischen Perspektive. Und ja, genau, der Gott der Bibel ist ja über Raum und Zeit. Und er sagt zu dir, du kannst mir vertrauen. Wenn ich etwas sage, dann wird das auch so eintreffen. Und der kann sich doch nicht 3268 Mal etwas sagen. Es trifft ein und du glaubst immer noch nicht an ihn. Das ist ja Wahnsinn, ist das. Okay, ich hab eine... auch die Geschichte habe ich nicht zu 100% ganz im Kopf. Aber ich meine, dass es in 50 bis 80 Jahren auf jeden Fall einen Beleg geben müsste dafür, dass dass die Religion wahr ist oder nicht. Das war, glaube ich, irgendwas mit, dass die guten Menschen ja quasi vor dem Tag des jüngsten Gerichts quasi von der Erde verschwinden. Weißt du was darüber? Du meinst die Entrückung. Kann sein. Das heißt... Das wird nicht in 50 Jahren sein, sondern das kann jeden Tag passieren. Okay, ich meine, ich habe da irgendwie was gehört, dass das irgendwie ein... ich will dir was zeigen und danach hole ich den nächsten, weil das, das sollst du dann noch lesen. Guck mal hier. 600 Jahre bevor Jesus Christus überhaupt auf die Welt kam, hat er durch den Propheten Jesaja seine komplette Kreuzigung hier geschildert. Durch den Propheten Jesaja. Guck mal hier. Und dass er die Sünden der Menschen auf sich nehmen wird. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So sehr war er, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen. Laut
sag mal schnell, laut christlicher Terminologie, wer hat die Krankheit der Menschen auf sich genommen? Jesus in deiner... Sehr gut, sehr gut. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wer wurde durchbohrt um die Übertretung der Menschen? Du machst das so, als wäre man Kleinkinder, aber ja, Jesus. Ja, hier gibt es Leute, die raffen überhaupt gar nichts. Deswegen will ich, dass du das sagst, damit die das auch raffen, damit die mitkommen. Ich will aber jetzt auch ein Bravo hören. Ja, sehr gut, habe ich doch gesagt, sehr gut. Okay, dann wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Aha. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat Christus übergeben in einem Gebet. Wie genau meinst du das? Also, wie genau? Beispielsweise, dass du gesagt hast, Jesus Christus, ich komme heute von ganzem Herzen zu dir und lege meine Schuld bei dir ab. Ich glaube an das, was du für mich getan hast am Kreuz. Herr, bitte reinige mich von aller Ungerechtigkeit, die in mir ist. Sende mir deinen Heiligen Geist und lass mich von Neuem geboren werden. Ich will, dass du mir vergibst, meine Schuld. So ein aufrichtiges Gebet aus dem Herzen zu ihm. Also, ich habe schon von selber gesprochen schon, aber so wie du es gesagt hast, nicht, nein. Siehst du? Deswegen würde ich sagen, dass du deine Bekehrung direkt jetzt dingfest machst, dass du auf die Knie gehst und ein Gebet aus dem tiefsten Herzen sprichst und von heute an neu geboren wirst. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, die Zeit in bin ich jetzt nicht schon neu geboren? Ja, wenn du nicht auf die Knie gegangen bist sozusagen und deine Schuld vor ihm bereut hast in einem Gebet und ihn gebeten hast, dass der Herr dir den Heiligen Geist sendet und der Herr deine Schuld trägt, ja, dann ist das natürlich ein Problem, ein Riesenproblem. Also, ja, wie gesagt, also, ja, ich bin ein bisschen verwirrt, seitdem ich, ja, aber eigentlich, wie soll ich sagen, eigentlich habe ich das getan. Also ich habe das, aber nicht so, also wie du das explizit gesagt hast, nicht. Aber ich habe schon das. Warte mal ganz kurz, guck mal hier, ein Typ, der lacht darüber, guck mal, der Moslem, guck mal, was er macht. Und so einfach geht das, aber was ist denn mit Shahada? Einfach einen Zauberspruch sagen und dann bist du Moslem, guck mal. Komm, lass mal ein bisschen alle lachen über Zauberspruch. Einfach La ilaha illallah sage, Muhammad Rasulallah, dann bist du auf dem Weg schön. Komm, Leute, lacht mal ein bisschen. Wie die sich einfach so in die Fresse hauen, ne? Das ist unglaublich. Die sagen einfach einen Zauberspruch und sagen die Alhamdulillah, Allahu Akbar, Takbir. Aber Amir, seitdem ich sozusagen zu Jesus gefunden habe und auch bete und so, sind viele Sachen in meinem Leben gut gelaufen. Aber heißt das jetzt, dass ich nicht immer noch nicht wiedergeboren, weil ich fühle mich so, als ob ich wiedergeboren bin? Deswegen frage ich dich, deswegen habe ich dich ja zu Anfang gefragt, hast du deine Schuld vor ihm bereut? Gab es diesen Moment, als du den Herrn von deinem Kumpel, der dir das so näher gebracht hat, bist du dann selber auf den Gedanken gekommen, um einmal so auf die Knie zu gehen, um den Herrn zu bitten und deine Schuld vor ihm zu bereuen? Gab es diesen Moment? Deswegen frage ich. Ja, halt am Anfang an, als ich sozusagen das erste Mal, gebetet habe oder so, kannte ich dieses Gebet Vater Unser nicht und da habe ich halt einfach nur so gesagt, so, ich weiß es nicht mehr genau, halt, ich habe mich einfach irgendwie bedankt. Ich habe einfach irgendwie, bin halt ja auf die Knie gegangen und habe halt irgendwie mich bedankt. Irgendwas habe ich halt gesagt, halt, ich weiß es nicht mehr genau. Aus dem Kopf raus, aus dem Herzen, ich weiß es nicht.
Ja, also so wie ich dir das gerade gesagt habe, so ungefähr ist dieses Übergabegebet, aber das musst du halt aus dem eigenen Herzen raussprechen. Du musst dir also bewusst sein, dein Leben muss dir wie so ein Film vor deinen Augen ablaufen und du musst halt eine Reue zeigen, Buße tun, du musst quasi zusammenbrechen vor Gott, dem Allmächtigen, ne? Vor dem Herrn. Es gibt ja unsere normale Geburt, jeder kennt ja den Tag und den Zeitpunkt und den Tag, an dem er geboren wurde, richtig? Du kennst ja deinen Geburtstag. Ja. Es muss auch der Zeitpunkt und den Tag geben, wo du von Neuem geboren wirst, sagt der Herr. Ja, das stimmt. Genau, Johannes 3, Vers 3. Du musst also den Zeitpunkt und den Tag sozusagen kennen, an dem du dein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben hast. Deswegen habe ich nachgefragt, hast du Buße getan? Hast du den Herrn Jesus Christus bewusst in deinem Herzen aufgenommen? Ja, natürlich habe ich das. Ja, okay, weil du gesagt hast, ja, ich habe das Vaterunser gebetet. Das meinte ich aber gar nicht. Das Vaterunser, du kannst natürlich beten, aber das ist nicht das Übergabegebet, wo du quasi den Herrn Jesus Christus annimmst. Ja, wie gesagt, als ich sozusagen zu Jesus gefunden habe, kannte ich das Gebet nicht. Und das erste Mal, wo ich dann auf die Knie gegangen bin und gebetet habe, habe ich halt einfach irgendwas aus dem Herzen gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe mich aber auf jeden Fall bedankt, dass halt er sich kenntlich gemacht hat und so. Und ja, irgendwie sowas. Irgendwie so. Ich kann mich. Weißt du, was wir machen? Weil das klingt so ein bisschen so, diese Unsicherheit höre ich da immer wieder raus. Willst du jetzt dein Leben dem Herrn Jesus Christus nochmal übergeben, dass du nochmal jetzt auf die Knie gehst, deine Augen schließt und ein aufrichtiges Gebet aus deinem Herzen zu ihm sprichst und ihn jetzt so richtig annimmst und sagst, Herr Jesus Christus, ich komme mit all meiner Schuld zu dir und möchte alles bei dir ablegen. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mir deinen Heiligen Geist sendest und mir all meine Schuld vergibst. Ich möchte heute von Neuem geboren werden. Verstehst du, dass du jetzt dieses Übergabegebet machst, dingfest machst? Ja, natürlich will ich das machen, aber um ehrlich zu sein, will ich das nicht vor den Leuten machen, weil Gott hat gesagt, wenn du beten sollst, sollst du für dich beten, alleine beten und nicht wie die Heiden auf der Straße. Du sollst das nicht zeigen, du sollst dich nicht zeigen, deswegen machen wir beide, tun wir uns weg, du tust dich auch weg und man hört ja nur deine Stimme. Du siehst, du hörst ja dann, man sieht dich ja nicht und du machst ja jetzt nicht einen auf fromm, sondern du nimmst ja den Herrn Jesus Christus einfach an. Das ist das. Ja, Amir, ja, ich hätte das gemacht, aber vor 500 Leuten fühle ich mich nicht so wohl, das zu machen, um ehrlich zu sein. Ja, das ist was anderes. Okay, dann mach das bitte dann für dich selber. Ja, natürlich. Aber das ist auch sehr, sehr schön. Du gibst anderen Menschen auch Kraft, ne, dass sie auch den Herrn Jesus Christus dann annehmen. Ne? Natürlich. Ja, also denkst du, dann soll ich da, ich habe das schon auf eine Art und Weise gemacht, aber denkst du einfach zu Sicherheit, soll ich das einfach nochmal machen? Genau, ich denke, dass du einfach so wirklich Gunst der Stunde nutzt, dass du nochmal wirklich in dich hineingehst, deine Augen schließt und einfach aus dem tiefsten Herzen ein Gebet sprichst und den Herrn bittest, einfach in dein Herz zu kommen. Ne? Okay, ja, dann werde ich das machen. Ach so, okay, willst du das für dich machen dann? Ja, für mich lieber, also. Okay, ja, wenn das nicht geht, ne, dann. Dann ist gut so. Schon, aber ich weiß nicht, dann ich muss für mich sein, allein im Raum. Ich muss Angst zu haben. Hier sind ja die Geschwister, die dich da stärken, ne? Die sprechen ja auch Mut, ne? Angst habe ich nicht, aber ich weiß nicht, ich kann das nicht so frei raus sagen aus dem Herzen. Ich muss das alleine machen. Ich kann das nicht so. Fällt dir ein bisschen schwierig, ne? Ja, genau. Okay. Oder soll ich, ja gut, ne, wenn ich dir das vorsage, dass du das nachsagst, ist es nicht richtig eigentlich. Ne? Du musst das aus dem tiefsten Herzen selber wollen. Ne? Also ja, selber ja. Ein Gebet sprechen. Ne? Hier gibt es ja nichts, dass ich irgendwie für dich sage und du das nachsprichst, so wie im Islam. Ne? So einen Zauberspruch aufsagen. Ja, also ja, wie gesagt, dann werde ich das heute auf jeden Fall machen. Also, ja, ich vertraue dir dann, wenn du einfach sagst, mach das zur Sicherheit nochmal, dann mache ich das. Also, ja. Okay, dann ist gut, super. Das ist schön, dass du hier warst, dass ich dir das sagen durfte. Hammer. Gott sei Dank habe ich dich nochmal geholt. Ich dachte, der Herr hat noch ein Anliegen gehabt auf dich. Hammer. Um ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen länger gewartet, dass du mich annimmst und ich habe gesagt, nach diesem Mal, wenn du jetzt einen anderen annimmst, dann gehe ich raus, habe ich gesagt. So. Und weißt du, was dann passiert ist?
dann ist dein Livestream gecrashed. Dann bin ich reingegangen und da waren nur ein oder zwei Anfragen, um Leute live zu gehen. Und es ist natürlich 50-50, ob du mich nimmst oder den anderen nimmst. Und hast mich genau genommen. Oh Mann, siehst du, Wahnsinn. Ey. Deswegen wollte der Herr Jesus Christus, dass du es heute nochmal dingfest machst. Hammer. Halleluja. Wundervoll. Danke dir. Wundervoll. Dann mach das gleich für dich selber dann, ja? Mach Gottes ich. Segen. Und taufen werde ich mich auch von meinem Kollegen. Ja, genau. Lass dich einfach taufen. Ist kein Problem. Ich danke dir. Wenn es nicht anders geht und du erstmal keine Gemeinde hast, dann lass dich von deinem Bruder, ne, das ist ja dein Bruder, dann lass dich von ihm taufen. Der glaubt ja genau an das, was du glaubst. Ja. Alles klar. Okay. Vielen Dank. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, wundervoll. Gott sei Dank habe ich den nochmal reingenommen. Ja, genau, der muss wiedergeboren sein. Deswegen habe ich ihm gerade gesagt, du kennst den Zeitpunkt, den Tag und den Zeitpunkt deiner Geburt. Du sollst den Tag und den Zeitpunkt deiner Wiedergeburt auch kennen. Wo du dein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben hast. Deswegen wollte ich, dass er das eigentlich hier vor uns allen macht, aber ja, er war ein bisschen zu schüchtern. Aber Gott sei Dank macht er das für sich selber dann. Ne? Ist okay. Was? Ashadu an la ilaha illallah. Guck mal, jetzt kommt der mit seinem Zauberspruch um die Ecke. Zauberspruch. Hier, guck mal, der Dajjal. Hallo? Da hast du das Bild vom Dajjal drin, ne? Ja. Das ist Imad. Warte, guck mal. Geh ein bisschen weiter husten und dann irgendwann kommst du rein. Oh, endlich, Mann. Alhamdulillah. Ich habe schon wieder eine Live-Sichtbarkeit-Einschränkung. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, warte, wir müssen jetzt mal kurz reden. Ich hab auch vorhin gewartet. Ich bin vorhin von ganz, ganz Anfang an, bevor dein Live gesperrt wurde, war ich schon drin, Ex-Muslim. Ich habe ja gesehen, du hast ja gesagt, dass man viel Gewalt im Koran hat und generell in der Ehe, dass man die Frau schlagen darf. Kannst du mir bitte den... Nicht nur in der Ehe, sondern einfach nur bei Widerspenstigkeit. Okay, kannst du mir bitte den Sura nochmal aufdecken, den du ja, vorhin so gesagt hast, ermahnt so die und dann schlägt sie. Kannst du bitte? Lukas 34. Lies uns mal bitte vor. Ich kann das nicht machen, sonst werde ich wieder gesperrt. Okay. Okay. Wenn ich das schon wieder zeige, ich werde hundertprozentig wieder gesperrt. Okay, wir sagen jetzt so, ohne dass du irgendwas zeigst, okay? In der Sura steht: Was sollst du erstmal machen? Erstmal ermahnen, oder? Ja. Okay, erst ermahnen, dann ihn Ebet meinen und dann schlagen, aber nicht fest. Das steht ja drin, oder? Ja, Mohammed hat so zugeschlagen, dass Aisha Schmerzen hatte. Warte, okay, sagen wir mal so. Sagen wir mal so ist es so, ja? Im Koran steht ja erstmal so, ermahnt sie erstmal, ermahnt sie. Selbst wenn sie euch betrügt, ermahnt sie, oder nicht? Bei Betrug gibt es die Todesstrafe. Was erzählst du für einen Witz? Warte, wir können ja gleich rausholen. Ach, das stimmt, du kannst ja nicht rausholen. Was passiert, wenn du deinem Mann, wenn deine Frau dir fremd geht unter der Scharia? Unter dem Scharia, aber nicht im Koran, oder? Was passiert unter der Scharia? Was ist denn Scharia? Wie viele Arten von Scharia gibt es? Was ist die Strafe für jemanden, der Ehebruch begangen hat? Egal, warte mal ganz kurz. Mach mich nicht bekloppt um 2 Uhr morgens. Warte. Egal, sagen wir mal so. Ermahnt sie, dann schlagt sie. So sind wir uns einig, oder? So. Was ist das für ein Gott, der sagt, dass die Männer die Frauen wegboxen dürfen? Ah, okay. Aber was sagt denn Bibel, dass man ihr Arm abhackt? Ne? So, lies mal bitte 5. Mose. Ich kenne 3. das alles, mein Lieber. Du kennst es. Wenn sie einmischt und die Genitalien anfasst von einem anderen Mann, soll man ihr die Hand abhacken. Ah, okay. Und das ist nicht eine krassere Gewalt. Habe ich doch gerade gesagt. Aber wenn der Mann von der Frau, wenn dieser Gott zu diesem
Ich guck mal, es ist 2 Uhr morgens, ich werde noch warten. Komm, komm, bitte, gib mir nochmal Vollgas bei mir. Mach bei anderen, kannst du nochmal. Bei mir musst du nochmal Vollgas geben. Nein, was ich sagen wollte, ist, der Gott des Islams, der hat eine ganz andere Sichtweise und ganz andere Moral, die einen Tag legt. Ah, okay. So, und, ganz gut. Du stellst, Amir, guck mal, du stellst Islam, du stellst den Koran als böse davor, aber du weißt ganz genau, dass deine Bibel noch schlimmer ist, wenn das... Nein. Du musst zugeben, das, was wir lesen, was ich lese und was du liest, da müssen wir beide zugeben. Bei mir steht nur Gewalt, bei dir steht Arm abhalten. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, der Herr hat seinem Volk Gesetze gegeben, um sein Volk durch diese Gezeiten durchzubringen. Ja, das ist ja das Gesetz. Ja, genau, das ist das Gesetz und das Gesetz heißt für das israelitische Volk. Und der Gott des Islams versucht aber durch Sure 9, Vers 5, und da ist der große Unterschied zwischen dem Gott der Bibel und Hör doch zu, du hast ja doch selber gesagt. Amir, ganz kurz, Bruder, ganz kurz. Guck mal, du hast ja gerade gesagt, das sind Gesetze für euch. So, das Gesetz, machst du das heutzutage generell? Machst du das heutzutage auch? Wir sind keine Juden, Mann, raffst du das nicht? Bruder, du bist nicht ein Jude. Sind die Christen Juden oder sind sie zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen? Wie bitte? Sind wir Juden oder sind wir Heiden, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen? Ihr seid an den Glauben hier Jesus gekommen. Aha, deswegen seid ihr auch Christen. Deswegen nenne ich dich auch Christ und nicht Jude. Das ist ja das Ding. Aber warte mal. Selbst, guck mal, egal, wir gehen ja da weg. Wir gehen ja auch beim anderen. Wir gehen ja auf ein anderes Thema. Ist das okay für dich? Ja, wir können ja gerne über das. Wir können gleich zurück zu diesem Thema kommen, weil ich will jetzt ein paar Themen aufzählen. Dann können wir ein bisschen diskutieren über die Themen, okay? So, wie viele Bücher haben Evangelien? Wie viele? Wie viele Bücher haben Evangelien? Genau, und wie viele haben Katholiken? Also, die Katholiken haben ja 1 oder und die Evangelien haben 7. Stimmt das oder nicht? Wie viele Bücher? Nein, warum musst du lachen? Komm, sag doch mal die Wahrheit. Um 2 Uhr morgens, was ich mir geben muss. Komm doch mal kurz her. Du meinst die 66 Bücher der Evangelikale und die 73 der Katholiken, richtig? Nein, genau die. Warte mal. So, was ist der Unterschied für dich? Was ist der Unterschied dann für dich? Bitte sag mal. Was macht der Unterschied, weil die mehr Bücher haben als du? Die katholische Kirche hat noch Apokryphen mit reingenommen. Die Bibel wurde abgeschlossen mit 66 Büchern. Und die Apokryphen sind als absolute Fälschung deklariert worden. Wie erklärst du dir dann, wenn zum Beispiel der Ibn Masud 111 Suren hatte und der Uba Ibn Kab 116 Suren hatte? Und du heute 114 Suren hast? Dann denke ich mir, der andere hat ja besser aufgeklärt und nicht, dass er gefälscht hat, oder? Der Ibn Masud hat die anderen 5 Suren von Uba Ibn Kab niemals akzeptiert und er war der Meister der Rezitation, der Ibn Masud. Ex-Muslim, guck mal, Bruder, das Ding ist, guck mal, ich muss jetzt erklären. So. Ich erkläre dir das. Derjenige, der weniger Sura hatte, es kommt drauf an, überhaupt generell, guck mal, es ist ja so, die Gelehrten gucken sich das generell an. Die Leute, die Koran komplett, das ist auswendig kennen, weißt du, was ich meine? Die gucken sich das an. Nein, du musst nicht lachen, Bruder, du musst nicht lachen. Den Koran durch auswendig lernen, in unsere heutige Zeit gebracht werden. Bitte? Konnte der Islam, also der Koran, durch auswendig lernen der Sahaba beschützt und bewahrt werden? Ja. Warum hatten dann alle unterschiedliche Rezitationen? Wer denn? Der Uba Ibn Kab und der Ibn Masud. Haben die beide auswendig gelernt? Ja, natürlich. Die waren doch direkt mit Mohammed. Das waren die Sahaba von ihm. Die, also okay, sagen wir mal so, die haben ja beide... Ja, Koran wurde da gemacht. Koran wurde erst gemacht, wo Mohammed alles gesagt hat. So, Koran wurde nicht von irgendwelchen fremden Menschen geschrieben hinter Mohammed zurücken. Soll ich dir zeigen, dass das genau so ist, wie du es gerade gesagt hast? Nein, es stimmt ja nicht. Das sind von Schiiten, was du jetzt rausholst. Okay, Sahih Bukhari, akzeptierst du? Zeig mir bitte. Achso, das ist klar, oder?
Selbst, guck mal, Amir, bevor wir was rausholen, ich will dir nur eine Sache sagen. Mach doch keine Angst, komm. Es sei Bukhari ist da für dich. Ja, das ist kein Problem. Du kannst mir sagen, wirklich, du kannst mir zeigen, was du willst. Sei Bukhari ist da für euch alle. Der Bukhari hat den gesamten Islam ruiniert, ich sag's dir heftig. Nein, Mann, hör auf, sag's nicht. Sei Bukhari, Hadith. Guck mal, da wo du drauf bist, diese App da. Dieser Surah, und wenn du jetzt mir sagst, diese App da, dann flipp ich aus, ich sag's dir. Mach kein Faxen mit mir. Dieses Sunnah.com. Okay, diese Seite ist von Juden. Wie kann das sein, dass sie in dein Buch reingehen? Nein, wirklich, dieses Sunnah.com macht jeder. Wie kann das sein, dass sie in dein Buch reingehen? Lass mich nicht auf dich ausrasten. Nein, Ex-Muslim, ich will nichts Falsches sagen. Ich will wirklich nichts Falsches sagen, was gegen dich ist. Diese Seite ist 100.com, benutzt eigentlich nur Christen. Ich weiß warum, aber meine Mutter benutzt was ganz anderes. Die benutzt eine arabische App dafür, die so extra dafür gemacht ist. Ich weiß nicht, warum jeder Christ das benutzt, aber komm, mach das mal. Wirklich, jeder Christ benutzt diese App, diese Seite. Jeder Christ geht da drauf und tut sich irgendwas da raus. Ich weiß nicht, warum. Diese Seite hat also die Macht, in dein Buch reinzugehen, wo du das zu Hause hast. Tamam, zeig mal jetzt. Ich will jetzt sehen, was du sagen wolltest. Englisch kannst du bestimmt nicht, ne? Nicht gut, nicht so gut, nein. Okay, dann müssen wir das ein bisschen für dich, müssen wir das kopieren. Da steht doch Quelle. Ja, da steht Quelle. Zeig mal Quelle. Zeig mal die Jungs nochmal. Warte kurz. Warte mal. Na, guck mal, habe ich noch nicht mal in Deutsch übersetzt. Dann guck dir das mal bitte an, was das für ein Billo-Zeugs ist. Egal, erklär mir. Du musst ja, ich lese dir das mal vor und dann, du weißt ja, dass ich dich nicht anlüge. Hudayfa bin al-Yaman came to Uthman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were waging war to conquer Armenia and Azerbaijan. Also Hudayfa bin al-Yaman kam zu Uthman in der Zeit, wo die Leute von Sham, also Sham ist ja Syrien, und die Leute von Irak versucht haben, Armenien und Aserbaidschan zu erobern. Du weißt ja, Islam ist ja ultra brutal. Hudayfa was afraid of the people of Sham and Iraq differences in the recitation. Du siehst, sowohl Syrien als auch Irak wurden Kopien des Korans geschickt und die Leute hatten ganz andere verschiedene Rezitationen. Guck mal hier, Recitation of the Quran. So he said to Uthman, also er sagte zu Uthman, oh, Chief of the Believer, der Führer der Gläubigen, save this nation, also rette diese Nation, before they differ about the book, bevor sie sich untereinander umbringen sozusagen wegen dem Buch, dem Koran, wie es die Juden und die Christen damals taten. So Uthman sent a message to Hafsa, also der Uthman hat eine Botschaft zu Hafsa gesandt und er sagt zu ihr, send us the manuscripts of the Quran, also sende uns die Manuskripte des Korans, so that we may compile the Quranic materials in perfect copies, so dass wir alle einsammeln und daraus eine Kopie machen. Guck mal. Eine perfekte Kopie. Ja, and genau. And returned manuscripts to you. Guck mal, wer hat ihm denn die Aufgabe gegeben, dem Uthman? Hat Allah ihm gesagt, dass er es machen soll? Nein. Du siehst schon hier, dass sie unterschiedliche Korane hatten und sie sich beschuldigt haben, den Koran zu verfälschen. War aber Prophet noch da? Der war schon tot. Das ist doch ja, schon genau. Wer soll dann das machen? Wenn Prophet, ja, das ist doch das Problem. Die hatten also unterschiedliche Rezitationen. Das ist ja das Ding. Ja, aber das Ding ist, ihr habt doch... Okay. Wir wissen jetzt, über was wir jetzt reden. Bitte dreh mal Kamera wieder auf dein Gesicht ab, bevor das... Nein, hier wir machen weiter. Hör mal zu. So, Uthman send a message to the manuscripts to the Quran that may compile the Quranic materials in the perfect copies and return the manuscripts to you. Hafsa sent it to Uthman. Uthman then ordered Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubayr, Zaid bin Al-As und Abdurrahman bin Harith bin Hisham to rewrite the manuscripts in perfect copies. Guck mal hier, was der Uthman macht. Er benutzt also seine vier eigenen Leute, die den Koran nochmal neu schreiben und daraus perfekte Kopien machen. Was hat aber Muhammad gesagt? Pass mal auf, guck mal hier. Nein, warte. Wir haben ja das Kopie, perfekte Kopie. Wir haben das perfekte Kopie. Hör zu!
Was sagt Mohammed in Sahih al-Bukhari 4999? Schreibt ihr das auf? Okay. Wen hat Mohammed ernannt als die besten der Koran-Leute? Okay. Abdullah bin Amr Menschen, Abdullah bin Masud and said, I shall ever love that man for I heard the Prophet, ich hörte den Propheten sagen, take, learn, also nimm den Koran von vier, Abdullah bin Masud, Salim, Muaz und Ubay. Was macht der Usman? Er lässt das von ganz anderen Leuten nochmal neu schreiben. Dein Prophet sagte, diese vier akzeptiere ich. Usman sagte, guck mal, neue vier Leute. Okay. Neu nur schreiben oder neu sich ausdenken? Neu schreiben und neu ausdenken. Okay, wo steht das neu ausdenken? Ja, du siehst doch, dass sie das hier machen. Guck mal hier. Perfect. Nein. Ich schreibe einfach alles nicht. Wieder neu. Diese ich Leute sind nicht. Von. Mein Lieber, diese Leute sind nicht von Mohammed. Da steht doch, was du gerade gelesen hast. Da steht Hat Mohammed gesagt, Said bin Thabit soll den Koran nochmal machen? Ey, warte. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber die Jungs hier, guck mal, wer gibt, du hast uns gerade vorgelesen. Du hast uns doch gerade vorgelesen, dass eine perfekte Kopie ist. Das ist die genau sagen, das ist eine perfekte Kopie. Aber das Problem ist, guck mal hier, wenn wir weiterlesen, Said bin Thabit, Abdullah bin Al-Zubayr, Said bin Al-As und Abdurrahman bin Harith bin Hisham, to rewrite the manuscripts, also sie nochmal neu zu schreiben. Siehst du, ja, das? Okay, übersetzt mal alles. Mein Lieber! Die Leute, pass auf, hör zu, die Leute hatten ganz verschiedene Korane bei sich, sowohl die in Syrien als auch in Irak und haben sich beschuldigt, verschiedene Korane zu haben. Okay, Weil damals schon der Koran nicht in Ordnung war. Okay, ganz kurz. Aras, sei nicht dumm, du musst genau zuhören. In case, guck mal hier, Uthman said, the three Quraishi men, in case you disagreed with Zaid bin Thabit on any point in the Quran, then write it in the dialect of Quraysh. The Quran was revealed in their tongue. They did so, and when they had written many copies, Uthman returned the original manuscripts, also das, was in der Zeit von Muhammad war, seine Korane, to Hafsa. Uthman sent to every Muslim province seine Kopie des Korans, wo kein Muhammad ihm die Erlaubnis gegeben hat, wo kein Allah ihm das gesagt hat. Okay. Guck mal hier, what they had copied and ordered that all the other Quranic materials, whether written in fragmentary manuscripts or whole copies, be burned. Okay, übersetz mal alles, was du gerade gelesen hast. Der Uthman ibn Affan hat die Worte seines eigenen Gottes verbrannt, weil sie Abweichungen hatten. Siehst du? Warte mal, wo steht das genau gerade? Lies mal gerade nochmal. Guck mal hier. In case you disagree with Zaid bin Thabit on any point in the Quran, then write it in the dialect of Quraysh. The Quran was revealed in their tongue. They did so, and when they had written many copies, Uthman returned the original manuscript, also das, was er eingesammelt hat, der Uthman von Hafsa, das, was in der Zeit von Muhammad war, guck mal hier. Uthman returned the original manuscripts to Hafsa. Uthman sent to every Muslim province nach Sham und Syrien eine Kopie seines Korans, and ordered that all other Quranic materials, whether written in fragmentary, also alles, was an Koranen noch übrig geblieben ist in der Zeit von Muhammad, alles, was dort vorhanden war, alles, was eingesammelt wurde, wurde zum Uthman gebracht und er hat alles verbrannt, der Typ. Ah, okay. Und dieser Koran, den ich jetzt habe. Er hat Erlaubnis gegeben, den Koran zu verbrennen. Okay, ganz kurz, Amir. Dieser Koran, den ich jetzt bei mir zu Hause habe, die meine Mutter jeden Tag liest. Ist nicht der Koran, den Muhammad sagt. Es ist nicht der? Nein. Aha. Okay, ganz gut. Ah, das war warte. Das ist nicht der Koran, der Mohammed das geschrieben hat, ja? Laut diesem Hadith nicht. Laut diesem Hadith? Nein. Du, guck mal, du hast ja gerade das gelesen, laut diesem Hadith. Es ist ja nicht das. Und du bist fest davon überzeugt, dass das Koran gefälscht ist, oder? Also verfälscht ist. Ich habe hier alles vorbereitet schon. Okay, gar kein Problem. So, du bist auch, also du bist sicher, dass Koran auch verfälscht ist? Habe ich die ganze Dings hier, alles hier. Wollte ich heute machen. Perfekt. So, wenn der Koran verfälscht ist,
dann widersprichst du komplett der Bibel. Soll ich dir sagen, warum? Dann widersprichst du, warte. Nein. Okay, ich wollte gerade genau auf den Moment warten. Dann widersprichst du deine komplette Bibel. Hast du den Kamelurin gerade getrunken, oder was? Nein. Ich habe nicht. Guck mal, du wirst respektlos. Aras, hast du Kamelurin getrunken? Du wirst geradezu komplett respektlos. Aras, du hast keine Kopien mehr zu den Zeiten von Muhammad. Amir, du bist älter als ich. Ich hoffe, du behältst deinen Respekt jetzt bei uns. Okay? Aras, du hast kein, das, was du in deiner Hand hältst, ist eine standardisierte Version von 1924. Okay. Ich erkläre dir, warum dieser Hadith so ist und ich erkläre dir, warum du komplette Bibel widersprichst, okay? So. In der Bibel, also wir behaupten fast das komplette selbe wie Alte Testament. Das weißt du ganz genau. So, wir behaupten, dass Isa sallallahu alaihi wasallam tote Menschen aufgeweckt hat. So, wenn du das verleugnest, dann widersprichst du komplett deiner Bibel, dann glaubst du nicht an deine Bibel. So, wir glauben an alle anderen Propheten, so wie Moses, Abraham, Jakob und so weiter. Und das ist genau diese gleiche Geschichte. Was erzählst du da für einen Schrotthaufen? Du hast gerade eben gesagt, meine Mutter hat also nicht den Koran, den Mohammed hatte. Nein, mein Lieber, laut diesem Hadith nicht, weil Uthman die Koranmanuskripte aus Irak und Syrien einsammelte und sie alle verbrennen ließ. Okay, ganz kurz. Aras! Hör zu, ich habe einen Anruf bekommen. Brennen ließ, Kamelurin, guck mal. Alle. Der kommt immer mit dieser Urin. Ich weiß, das tut weh. Ich weiß. Weil er seine eigenen vier Leute dann setzt, obwohl Mohammed gesagt hat, nein, ich sage, lernt den Koran von vier. Abdullah bin Masud, Salim, Muath, Ubay ibn Kaab. Siehst du? Was macht Uthman? Er sagt, nein, Mohammed, ich kann es besser als du. Ich setze meine eigenen vier Leute zusammen. Mhm. Abdullah bin Az-Zubayr, Said bin Thabit und Said bin Al-Aas. Natürlich. Amir, guck mal, Bruder. Du bist älter als ich. Du bist älter als ich. Ich muss Respekt vor dir haben. Egal welche Religion du hast, generell bei uns in Kultur und in Religion trotzdem immer Respekt vor älteren Menschen haben. Okay, ich will dich nicht bloßstellen vor diese ganzen Menschen. Dein Gott hat gesagt, du kannst mich nicht bloßstellen. Jemand, der glaubt, dass Uthman seine Korane verbrannt hat, der hat sie nicht mehr alle. Hör mir mal bitte zu. Und wie oft soll ich dir das sagen? Was willst du sagen? Guck mal, sag nicht, du trinkst irgendwie Kamelurin oder was weiß ich, weil das ist respektlos. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Kamel in echt gesehen, okay? Das kannst also du nicht. Respektlos, wenn du deinem Prophet gesagt hast, geh und trink Kamelurin, ist respektlos. Warte doch mal, Bruder, das will ich auch mal danach sehen, okay? Du regst mich gerade richtig auf. Machst du jetzt, gehst du mal bitte drauf ein oder geh raus? Ja, ich gehe drauf ein. Okay, jetzt sogar, genau jetzt, sorry, falls ich dich aufgeregt habe. So, Bruder, guck mal, ich gehe jetzt drauf ein, okay? Guck mal, Bruder. Was ist denn deine Kenntnis über Islam? Okay, Amir, ich gehe doch hier drauf ein, Bruder. Ganz kurz, du musst hier dich nicht aufregen, okay? So, meine Eltern sind Muslim. Ich bin Muslim, Alhamdulillah. Ich habe meine Eltern auch schon mal über solche von Sahih al-Bukhari drauf angesprochen, okay? Meine Eltern haben zu mir gesagt, dass Sahih al-Bukhari man nicht vertrauen kann, richtig? Nein. Die haben gesagt, Sahih al-Bukhari, es hat sehr viele. Hör zu, Bruder. Der hat gesagt, Sahih al-Bukhari hat wirklich der hat viele authentische und viele sind durchgestrichen und viele sind noch am Überlegen von den Menschen, die sehr viel über Koran wissen. Und viele von denen werden noch rausgehen, weil die Sachen stimmen ja nicht, weil das, was alles von Schiiten geschrieben wurde, Ich danke dir von ganzem Herzen. Schiiten schreiben Sahih al-Bukhari, komm, bitte. Hör doch mal. Komm bitte nie wieder hier. Schiiten schreiben Sahih al-Bukhari, komm bitte. Das hat mir gerade den Rest gegeben. Einfach nur Blödsinn reden, den ganzen Tag lang. Schiiten haben Sahih Bukhari geschrieben. Einfach nur noch peinlich. Komm bitte nie wieder hier in Kurde Aras. Bitte, verschone mich mit deinem Kamelurin-Wissen. Unglaublich. Shalom und Gottes Segen dir und deiner Familie, Amir. Gottes Segen dir und deiner Familie. Würdest du das akzeptieren, dass zum Beispiel Paulus die ganzen Manuskripte nimmt und alles verbrennt und seine eigene Version des Korans für uns so gibt?
Wer würde so einen Unsinn akzeptieren? Sag es mir mal bitte. Dann wäre ich nicht Christ. Ich wäre heute würde ich den Herrn Jesus Christus. Ja, genau. Echt. Ey, es tut mir so leid, dass um die Uhrzeit. Was sollen die denn anderes sagen, als zu sagen, Bukhari kann man nicht akzeptieren, Bukhari ist ein Idiot, Bukhari macht dies, Bukhari macht das und. Du glaubst, wie viele Debatten ich hatte, wo gesagt wurde, nein, das ist nicht glaubwürdig. Ja, siehst du, sofort lehnen die es ab. Du musst dir mal vorstellen, die Leute aus Syrien und Irak hatten einfach zwei verschiedene Rezitationen eines Korans und haben sich beschuldigt, den Koran zu verfälschen. Und Osman hat das dann mitbekommen und hat gesagt zu Hafsa, geh und sammle die ganzen Manuskripte ein, bevor sie sich umbringen. Und dann hat er die ganzen Manuskripte eingesammelt, hat er bestimmt gesehen, ach du Heilige, die haben ja alle verschiedene Korane. Sonst hätte er ja niemals das Wort seines Gottes verbrannt. Ja. Und seine eigene Version übrig gelassen. Verstehst du? Das wollte ich ja hier heute allen Leuten zeigen, ne? Die komplette Verfälschung des Korans. Guck mal hier. Das weiß noch keiner von euch. Das hat noch keiner von euch das hier gesehen. Schau dir das mal bitte an. Keiner von euch kennt das. Und deswegen wollte ich euch immer so dazu bewegen, selbst einmal zu recherchieren. Schau dir das mal bitte an bei den Schiiten. Das wollte ich euch alles zeigen. Erste Hadith-Gruppe über Tahrif bei den Schia. Dann guck mal, wie das weitergeht, was ich hier alles gefunden habe. Guck dir das an. Oh. Das ist so krank, was ich euch alles zeigen wollte. Das ist das, wenn sich jemand damit auseinandersetzt. Guck dir das an. Sunnitische Berichte über Ergänzungen im Koran. Ne? Ibn Abbas bezeugte, dass 50 Verse hinzugefügt wurden zum Koran. Schau dir das an. Heftig. Alama Jalaluddin As-Suyuti hat eine Überlieferung von Ibn Abbas aufgezeichnet. Darin sagt er, Tafsir al-Itqan, guck mal, das ist tiefste islamische Studie. Tafsir al-Itqan fi Ulum al-Quran, Band 1, Seite 84. Die Anzahl der Strophen im Koran ist 6616. Uneinigkeit unter sunnitischen Gelehrten über die Anzahl der Koranverse. Alama Jalaluddin As-Suyuti unter Berufung auf sunnitische Gelehrten Meinung des sunnitischen Gelehrten Uthman bin Said bin Uthman Abu Amr al-Dani schrieb Al-Itqan fi Ulum al-Quran Band 1 Seite 84. Al-Dani sagte, sie waren sich einig, dass die Anzahl der Verse der Koran beträgt 6000, aber sie waren sich nicht einig in dem, was weiter dem Koran hinzugefügt wurde. Haben einige von ihnen nicht füge mir hinzu, während andere sagten, es seien 204. Einige sagten 214. Andere sagten 219. Die einen sagten 225. Die anderen sagten 220. 36. Schau dir das mal an, die sind sich alle uneinig. Deswegen verstehst du jetzt, warum der Yasser Qadi gesagt hat, wir dürfen nicht tiefer nachfragen, nachforschen, denn es wird nämlich sehr unangenehm. Laut dem Imam von Nasawi, Ibn Kathir, sind 6000 Verse authentisch. Sie sind die anderen übrigen sind zweifelhaft. Um dies zu beweisen, hier guck mal, haben wir uns auf folgende geschätzte Bücher gestützt, der Ahlul Sunnah. Tafsir Ibn Kathir, guck mal, jetzt geht's in die tiefste Studie, dass die Muslime mit ihren ganzen Bibliotheken losziehen und nachschlagen. Tafsir Ibn Kathir, Band 1, Seite 7, Anzahl der Verse. Tafsir Qurtubi, Band 1, Seite 65, Anzahl der Verse. Was lesen wir in Tafsir Ibn Kathir? Die Gesamtzahl der Strophen, Koranverse sind 6000. Über den Rest herrscht weiterhin Uneinigkeit. Es gibt verschiedene Ansichten und Aussagen über sie. Eins Aussage ist, dass es 6204 Verse gibt. Die Hanafiten, Hanafi und Maliki glauben, dass Bismillah Rahman Rahim nicht ein Teil des Korans ist. Schau dir das mal an. Und so weiter und so fort. Das wird noch richtig große Ausmaße annehmen. Entschuldigung, boah, ich bin schon übelst übermüdet. Ja, von 3 Uhr. Ja. Ich freue mich schon auf das YouTube-Video. Ja, da könnt ihr Screenshots davon machen, alles. Ne? Guck dir das mal bitte an. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand von euch kennt. Tafsir Mazari, Band 1, Seite 3, von Qazi, Zanwallah, Pani, Patti, Tafsir Qurtubi, Fadl Qadir, Tafsir Ibn Kathir. Siehst du das alles?
Was für eine Ausarbeitung. Ja, so sieht es aus. Warst du ungefähr dran? Ja, lange, ne? Lange, die ganze Zeit. Jeden Tag irgendwie ein bisschen was, ne? Stark. Ja. Also jetzt habe ich eine Frage, die mir schon echt lange durch den Kopf geht. Und zwar ein sehr, sehr schwieriges Thema, und zwar Zungensprache. Hast du dich damit ein bisschen befasst? So? Ja, mit Zungensprache hat man sich so ein bisschen befasst. Ne? Du weißt ja, dass der Herr den Aposteln und den Jüngern die Erlaubnis gegeben hat, in verständlichen Sprachen zu sprechen. Aber das, was wir heute sehen, dieses Zungensprachen, was diese Charismatiker davon sich geben, das ist ja eher so ein Gegacker. Du siehst ja, was die machen, dieses ich weiß nicht, was die da machen. Das hat ja nichts mehr mit verständlichen Sprachen zu tun. Und du weißt, dass der Herr auch sagt, die Sprachengabe wird auch verschwinden. Und als der Apostel Paulus auch er hat ja Vollmacht gehabt, auch zu heilen, der Apostel Paulus, aber als er in den letzten Phasen seines apostolischen Werdegangs war, hatte dem zum Beispiel den Timotheus nur noch Wein empfohlen für seine Magenschmerzen. Er könnte ja auch die Hand aufhalten und ihm seine Magenschmerzen heilen, aber er hat es nicht mehr getan. Er hat gesagt, für deine Magenschmerzen trinke ein wenig Wein, damit dein Magen dadurch gereinigt wird. Ne? Ja. Du siehst, dass nach und nach diese ganzen Zeichen und Wunder dann irgendwann aufgehört haben. Ne? Natürlich kann Gott heute immer noch wirken, aber das, was wir in der charismatischen Bewegung sehen, ist ja, das ist sehr, sehr zweifelhaft, ne? Sehr übelst. Also ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwo gibt es die Zungensprache. Man sieht ja auch in Apostelgeschichte 2, ich glaube Vers 4 war das, dass der Heilige Geist runterkam und dass die Leute in den unterschiedlichsten Sprachen reden. Genau, weil die Leute mussten ja die Leute erreichen. Deswegen haben sie sich gewundert und gesagt, ey, die sprechen in unserer Sprache, nicht Galamala Jalabalabala. Ja. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen Galamala Jalla und so, verstehst du, auf einmal sprechen die ihre Sprache. Mhm. Ja? Das stimmt. So. Wolltest du noch irgendwas wissen, mein Lieber? Sonst, das wär's. Ey, ehrlich jetzt, Armin, nimm dir Schlaf, es reicht langsam. Ja, mach ich auch. Ich hole noch die letzten beiden, dann gehe ich auch pennen. Ja, okay. Reicht es. Ich danke dir. Ciao, ciao, Gott segne dich. Ich auch. Ich glaube, einige sind schon am Schlafen, ne? Und gucken nur noch so mit einem Auge zu. Mit einem Auge offen. Galamala Gala Gala, genau. Galamala Gala Gala. Danke, danke dir. Danke, Bruder. Hallo, meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie, Amir. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du mich dran nimmst, das war gerade so, ich musste jetzt erstmal kurz drauf klarkommen. Aber ich wollte mein Zeugnis abgeben und auch ein Lob sprechen und zwar, okay, Moment, ich muss kurz durchatmen. Ja, atme tief ein, atme tief aus und dann klappt das schon mit dem Nachbarn. Okay. Also, ich wurde in einer christlichen Familie geboren und mir wurde der Glaube halt von Anfang an beigebracht halt. Und wo ich so 13, 14 Jahre alt war, war ich auch in meinem Glauben drin und so alles. Aber mir war nicht wirklich bewusst, was das Christentum halt ist. Und nach einer Zeit habe ich mich verloren und habe so mit 15, 16 mich mit... Es ist so ein Scham, das auszusprechen jetzt, aber ich habe mich mit Kristallen befasst und Karten legen. Also ich bin in eine ganz, ganz schlimme Schiene gefallen und mir ging es eine Zeit lang auch richtig, richtig schlecht, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass das irgendwie nicht richtig ist, was ich tue. Und es gab einen Abend, der war letztes Jahr, bevor die Schule nach den Osterferien wieder angefangen hat. Ich konnte eine Nacht nicht schlafen. Und ich habe einfach so gebetet und
auf einmal habe ich angefangen zu weinen und ich habe einfach nur Jesus gedankt dafür, was er alles für mich getan hat. Und somit habe ich verstanden, was eigentlich die Wahrheit ist. Und ab dem Tag bin ich konstant in meinem Glauben geblieben. Und es war einfach nur so krass zurückzufinden und zu verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Und vor allem in meiner Anfangszeit, wo ich zurückgefunden habe, hatte ich auch noch viele Zweifel, weil ich meine, wir alle wollen ja irgendwie eine gerettete Seele haben. Wir wollen ja nicht irgendwie in die Hölle im Nachhinein kommen und so alles. Und ich habe auch islamische Freunde und von denen habe ich mir auch vieles angehört und habe auch Jesus in Frage gestellt. Aber ich bin so dankbar dafür, dass ich verstanden habe, dass Jesus die Wahrheit, der Weg und das Leben ist einfach. Und mein Lob geht auf jeden Fall an Gott raus, dass er dich zu einem Christen gemacht hat und du das tust, was du tust, weil du hast mir richtig in meinem Glauben geholfen. Weil ich habe mich ja auch gefragt, vor allem ich habe einen sehr muslimischen Freundeskreis, ob nicht das doch die Wahrheit ist. Und mit den Versen, die du zeigst und beweist, dass das falsch ist, stärkst du meinen Glauben. Und ich glaube, so geht's auch vielen anderen Christen. Deswegen, ich finde das richtig gut, was du machst und mach auf jeden Fall weiter. Und an alle Leute, die, ich weiß nicht, mit ihrem Glauben sich nicht sicher sind, stellt euch die Frage, möchtet ihr, dass eure Seele gerettet wird oder nicht? Hört ihm zu, was er sagt. Weil, also ich habe mir ja auch hier Muslims angehört, was die sagen und so alles. Und wenn ihr wollt, dass eure Seele errettet wird, dann seid nicht stur und hört aufmerksam zu, was die Menschen euch sagen. Und ihr werdet verstehen, dass das Christentum die Wahrheit ist. Und deswegen, ja, Amir, du machst das richtig gut. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Genau, das meine ich, ja. Also ja. Jesus ist die Wahrheit und ich finde das richtig gut, was du machst. Deswegen mein Respekt geht an Gott, dass er, dass er den Heiligen Geist zu dir geschickt hat und du ja sein Wort weitergibst und das sehr viele Menschen erreicht. Also sehr gut auf jeden Fall. Danke. Ja, natürlich. Die Christen können ja davon auch schöpfen, ne? Und ja, sich nochmal so richtig bestätigt fühlen, dass sie auf dem richtigen Weg sind mit Jesus Christus, ne? Ja. Weil Islam einfach nur noch Geschichte ist, ne? Weil er entlarvt wurde. Es trauen sich halt nicht viele, diesen Weg zu gehen. Du weißt ja, die. Ja, ich verstehe das auch. Ich verstehe das auch, weil zum Beispiel, wenn ich meiner Mutter sagen würde, ja, ich möchte Muslima werden, ich glaube, die wird meinen Kopf um 360 Grad drehen, dass ich das bloß nicht tue und so alles. Aber im Endeffekt, Gott hat einen Plan für euch und ihr werdet früher oder später zur Wahrheit finden, ob ihr es wollt oder nicht. Genau deswegen, ja, trotzdem, hört darauf, was man euch sagt, vor allem Amir. Ich glaube, er hat recht, also ich glaube, du hast recht, weil ich meine, du warst ja früher selber ein Muslim und ich würde jetzt nicht sagen, dass du dich mit deinem früheren Glauben nicht auseinandergesetzt hast. Ich habe mich zu heftig damit auseinandergesetzt. Manchmal denke ich, hätte ich das bloß alles nicht getan, aber dann denke ich mir wieder doch, um der Wahrheit willen, habe ich das schon so, war das schon in Ordnung so. Siehst du, also du lieferst, du bist vertraulich, dein Inhalt ist vertraulich und deswegen, ich kann nicht oft genug sagen, hört ihm zu und ja, du machst das auf jeden Fall ganz richtig. Ja, danke dir für deine Worte, ja. Gott segne dich. Ja, wie Jesus Christus. Gott segne dich. Und dir danke. Viel Kraft geben auf deinem Weg, ne? Das bete ich auch für dich und ich bete für jeden einzelnen Menschen hier in diesem Live und auch außerhalb, dass er zu Jesus findet. Amen. Genau. Amen. Okay, mein Lieber. Danke dir für deine Worte und für dein Zeugnis. Ich danke dir. Einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Dir auch. Morgen, ciao. Besser gesagt. Einen schönen Morgen. Oder so. Ja. Ciao. Ja, wundervoll. Ne? Gott segne sie. Ja. Hallo. Hallo. Moin, grüß dich, Amir. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, danke dich auch. Du, ich wollte einfach nur dich aufmerksam machen, anstupsen. Mich interessiert einfach nur, ob du Zakaria Butrus kennst. Ja, mach mal bitte deine Kopfhörer raus. Ach so, ja, sorry, warte.
Nee, der hat keinen Bambus-WLAN, der hat Kopfhörer drin, deswegen versteht man ihn nicht so gut. Ja, sorry, jetzt besser? Ja, jetzt 10 Millionen mal besser, heftig. Okay, hast du mich verstanden oder soll ich das wiederholen? Ich glaube, ich habe dich verstanden. Du meinst, was ich von Zakaria Botros halte oder ob ich ihn kenne? Genau, richtig. Ja, also er hat als, ich glaube, er hat schon vor 15 Jahren oder 20 Jahren auch schon mit dieser Islamaufklärung angefangen. Ja, hat ja. Sehr, sehr viele Muslime aus dem Islam rausgeholt. Ne? Sehr viele Muslime, weil der in einem Fernsehsender die ganzen Thesen aufgestellt hat. Ne? Genau, der ist auf einem ganz anderen Level. Der holt sich nämlich deren Gelehrte und so. Mit denen diskutiert er. Und er benutzt nur deren Quellen. Ja, genau, der hat die Möglichkeit, der ist ja Ägypter, ist der oder was, ne? Genau, Ägypter, koptischer Priester, glaube ich. Priester, genau. Alles auf Arabisch und Englisch. Ja. Und er ist also mächtig genug, in die arabischen Schriften einzutauchen, das rauszuholen, diesen Schund. Ne? Ja, ich muss mich natürlich ein bisschen auf andere auch ein bisschen verlassen, aber recherchiere auch meinen Teil, ne? Deswegen, also ich habe von ihm lange nichts mehr gehört oder gesehen. Ich wusste, dass auf ihn ein Kopfgeld angesetzt war. Ich glaube 60 Millionen oder so. Most Wanted Man of Islam oder so. Ja, und also ist unbekannt, wo der gewohnt hat. Er hat halt sich nur im Internet damit auseinandergesetzt. Und ja, ich dachte also, falls du den nicht kennen solltest, dann hätte ich dich auf ihn verwiesen, so nach dem Motto. Nee, ich kenne auch schon von ihm gehört. Ich habe einige Sachen schon gesehen. Ne? Der war schon damals, der gehörte zu den Oldschoolern. Ne? Ja, aber ja, genau, mittlerweile genau, sind richtig. Die Apologeten also, nochmal heftiger geworden. Ne? Genau, das ist schon akademischer Grad, kannst du sagen, so wie er. Na gut, also ja, ich habe eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich schaue mal ab und zu mal rein und lass ihn nicht ärgern. Bleib standhaft, bleib stark. Gott segne dich und danke, alles Gute. Alles Gute dir auch und deiner Familie. Dankeschön. Ciao, ciao. Zakaria Botros heißt er. Magst du Aramäer? Natürlich mag ich Aramäer. So wie ich alle anderen Menschen auch mag. Was ist das für eine Frage? Gottes Segen hier, dir. Gottes Segen auch dir, mein Lieber. Ich habe eine Frage an dich. Okay. Hier die ganzen Propheten, ne? Zum Beispiel Abraham, Jakob, Noah und alle. Wie viele Götter haben die gehabt? Einen Gott. Einen Gott. Und das erste Gebot im ersten 10 Geboten lautet wie? Sag uns das. Wie? Sag uns das. Ich kenne das nicht so gut. Doch, doch, du kennst das sehr gut. Nein, nein. Na, sag uns. Ich kann das nicht so gut wirklich zitieren. Doch, du schaffst das schon. Gib dir nein, ein bisschen. Ich kann das wirklich nicht so gut. Kannst du das für mich? Du schaffst das schon. Ich warte auf dich. Ah. Komm, das kriegst nein, du. Nein, sag du das doch. Ja. Mach. Ich will das von dir hören. Ich möchte das von dir hören. Du schaffst das. Komm rein. Nein, nein. Komm. Höre Israel. Ja, höre Israel. Und dann weiß ich selber nicht. Ich schwöre, genau, weiß ich nicht genau. Unser Gott. Ja, ist. Ist? Ist? Ja. Ja? Ja, ein einziger Gott. Ja. Also. Ja. Und deswegen, weißt du, die Tora sagt ja, es gibt nur einen Gott. Ja. Und das sagt auch der Islam. Ja, okay, aber ist Allah jetzt, achso, soll ich dir zeigen, dass der Islam Dreieinigkeit lehrt? Guck mal hier. Dreieinigkeit. Ja, der Islam sagt, dass Allah, Jibril und Mohammed 3 in 1 sind. Guck. Säftig. Ja. Guck mal hier. Naja, auf jeden Fall. Weißt du, wer Ibn Abbas ist? Nein. Das ist der Cousin von Mohammed und der war ein Sahaba, der hat den Koran direkt von ihm gelernt und er hat sehr, sehr große Kenntnisse über den Koran. Okay. Guck mal hier, was er sagt zu Sure 2, Vers 1. Das ist Tafsir
Sure 2, Vers 1, Tafsir Ibn Abbas. Okay? Und auf seine Autorität, Abdullah ibn al-Mubarak, Ali ibn Ishaq al-Samarkandi, Muhammad ibn Marwan al-Kalbi, Abu Sali, dass ibn Abbas über Allahs Ausspruch sagte, erhaben ist er. Alif Lam Mim. Du weißt ja, im Koran kommt ja immer dieses Wort vor. Alif Lam Mim, richtig? Ja. Was bedeutet das überhaupt? Das kann keiner, glaube ich, richtig definieren. Das weiß wahrscheinlich nur Gott und die Engel. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf, was das bedeutet. Jetzt kriegst du schon. Guck mal. Alif steht für Allah. Lam steht für den Erzengel Jibril. Und Mim für Mohammed. Ah. Hast du das jetzt kapiert? Okay. Geisteskrank? Keine Ahnung. Allah hat also Partner. Jibril und Mohammed. Aber wer hat das denn gesagt, dass es so ist, dass es das bedeutet? Ibn Abbas. Auf der Autorität von diesen Leuten und auf seine Autorität Abdullah ibn al-Mubarak, Ali ibn Ishaq al-Samarkandi, Muhammad ibn Marwan al-Kalbi, Abu Sali, dass Ibn Abbas über Allahs Ausspruch sagte, erhaben ist er, Alif Lam Mim. Was bedeutet das denn, Ibn Abbas? Alif steht für Allah, Lam für den Erzengel Jibril und Mim für Muhammad. Ihr habt Dreieinigkeit in eurem Koran. Keine Ahnung, Jo. Wahnsinn, ne? Auf jetzt jeden Fall. Jetzt kannst du schlafen. Ich bin der Meinung, dass alle drei Religionen, also Juden, Christen und Islam, von abrahamitischen abstammen. Und merkst du jetzt, dass du dich noch niemals damit auseinandergesetzt hast? Der Koran, die Sure Furqan, die Unterscheidung. Jeder hat seine eigene Gemeinde so und keine Ahnung. Auf einmal jetzt eine eigene Gemeinde und gerade eben wolltest du mich noch vorführen, ne? Und alles, siehst du? Naja. Ja, okay, gut. Aber wie gesagt, im ersten Gebot bei den Tora-Juden ist das, was die Muslime bezeugen. Und es kann nicht sein, dass Abraham und Moses und Jakob und alle anderen Propheten. Warte, ich stell dir noch eine Frage. Glauben die Juden, dass Gott ihr geistlicher Vater ist? Nennen sie auch Gott Vater? Nein, die nennen ihn Schöpfer, Gott. Nennen sie Yahweh Vater? Nein, die nennen Yahweh. Was, wenn ich dir sage, dass die Juden glauben, dass Gott auch Vater ist? Aus dem Alten Testament. Was die Juden oder die Muslime oder Christen glauben, ist was anderes. Wir müssen glauben, was die Schrift sagt. Kamelurin wieder schon wieder. Es kann doch nicht wahr sein. Das ist doch absolut krank. Das ist doch Kamelurin. Es ist. Jesaja 22, 21, Abvers 20. Und es wird geschehen an jedem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hikias, berufen. Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus von Juda ein Vater sein. Warte mal ganz kurz. Mm-hmm.
Entschuldigung, ich habe mich vertan. Jesaja 64, Vers 7. Ab Vers 5. Jesaja 64, Vers 7. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns dahin gegeben in Gewalt unserer Missetaten. Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Der Herr ist der Vater. Genau, 64, Vers 7. Jesaja 63, Vers 16. Und doch bist du unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du aber, Herr, bist unser Vater. So wahr ich hier sitze. Auch die Juden werden dann eines Tages wegen ihrer Ignoranz in die ewige Verdammnis gehen, weil sie den Messias verworfen haben und auf den falschen Messias warten. Wahnsinn. Und doch bist du unser Vater. O Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser von Ewigkeit. Wer ist denn der Erlöser von Ewigkeit? Wo Christus Jesus selber der Erlöser ist. Guck mal hier. Jesaja 63, Vers 16. Und doch bist du unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Herr, Vater, wer ist der Erlöser von Ewigkeit her? Jesus Christus. Absolut traumhaft, ne? Absolut traumhaft, wenn man sich ein wenig mit dem Alten Testament auseinandersetzt. Jetzt können wir mal hier hingehen, in der Zeile hier. Erlöser. Mal gucken, was hier rauskommt. Erlöser. Ah, Römer 11, 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Halleluja. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt langsam. Hayabubu machen, okay, noch einer. Hallo? Amir! Hallo, mein Lieber. Es ist Beta-Stunde auch noch. Ist das dein zweiter Vollzeitjob? Das ist mein zweiter Vollzeitjob, ja, genau. Hast du heute dein Video gedreht? Nein, ich wollte, aber ich habe es nicht geschafft. Hast du viel vorbereitet oder was? Ich habe viel vorbereitet, ja, aber leider. Nicht geschafft. War das war über Koranverfälschung das Video, oder? Ja, genau, die komplette Verfälschung des Korans. Boah, das ist heißes Thema. Das ist heftig, ja. Das ist echt heftig. Ich habe so viel da gefunden und so viel Material, das ich euch zeigen will. Boah, ich kann nicht mehr. Du liegst schön in deinem Bett und ich sitze hier immer noch rum. Nein, ich muss um 9 arbeiten. Sonntags? Ja, richtig kacke, ich habe Minusstunden. Ja, ja. Ja gut, dann
Trink dir noch einen Kaffee oder sowas. Ich gehe jetzt langsam offline, ja? Ja, mach mal. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich in deiner Familie. Dich auch in deiner Familie. Mach's gut. Tja. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt langsam mal Hayabubu machen. Ich glaube, ihr solltet auch jetzt langsam Hayabubu machen. Wir haben schon 3:30 Uhr. Übel. Bleib noch etwas. Amir, taufst du auch? Gute Nacht, Cousins. Danke dir, danke euch, ihr Lieben. Ach nein, ihr braucht nicht stolz auf mich zu sein. Einfach nur die Liebe, die wir Geschwister untereinander haben, das reicht mir schon. Dass wir untereinander Liebe haben, daran erkennt man, dass wir zu Jesus Christus gehören. Amen. Amen. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Dann habt einen wundervollen Morgen, Nacht, wie man es auch nennen mag. Und Gott segne euch und haltet immer an Jesus Christus fest, der euer Erlöser ist. Der alles für euch gegeben hat. Der alles für euch gegeben hat. Guck mal hier, was hier steht. Wenn Sie Jesus als Ihren persönlichen Erlöser annehmen möchten, sprechen Sie die folgenden Worte zu Gott. Bedenken Sie aber, dass weder dieses noch irgendein anderes Gebet Sie erretten wird. Nur der Glaube an Jesus Christus und sein Werk für Sie am Kreuz kann Sie von Sünden erretten. Dieses Gebet ist einfach eine Möglichkeit, Ihren Glauben Gott gegenüber auszudrücken und ihm dafür zu danken, dass er für Ihre Vergebung bezahlt hat. Gott, ich weiß, dass ich gegen dich gesündigte und Strafe verdient habe. Aber Jesus Christus nahm die Strafe, die ich verdiene, auf sich, so dass ich durch den Glauben an ihn Vergebung bekommen kann. Ich nehme dein Angebot der Vergebung an und setze mein Vertrauen in dich zu meiner Errettung. Ich erkenne Jesus als meinen persönlichen Retter an. Ich danke dir für deine wunderbare Gnade, Vergebung und die Gabe des ewigen Lebens. Amen. Amen. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Wir sehen uns dann, so Gott will, morgen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.